Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mein Name ist Renata Schmidt-Kunz. Ich bin die Leiterin der Sendung Im Gespräch auf Radio Österreich 1. Und es ist mir eine sehr große Freude, heute Abend Sie durch diesen, wie ich denke, sehr interessanten Abend zu führen, die Gespräche zu führen und Ihnen auch immer die Leute vorzustellen, die dann sprechen, aber die meisten werden Sie ohnehin kennen. Ich darf Sie im Namen der SPÖ-Bildungsorganisation sehr herzlich zum zweiten Rudolf-Gebhardt-Symposium begrüßen. Vor 5 Jahren und 3 Monaten ist Rudi, wie die meisten Leute ihn genannt haben, am 4. Dezember 1930 kam er hier in Wien zur Welt und er ist kurz vor seinem 88. Geburtstag gestorben und ich begrüße Sie auch sehr herzlich, liebe Frau Gebhardt. Schön, dass Sie da sind. Alle, die den Rudi kannten, die wissen, er war ein ganz außergewöhnlicher Mensch. Er war ein Überlebender der großen jüdischen Katastrophe, der Shoah. Er war ein Antifaschist from top to toe. Er war ein Zeitzeuge für die Generationen, die nach ihm auf die Welt gekommen sind. Und das hat er mit großer Leidenschaft gemacht. Er war seit seiner Rückkehr aus Theresienstadt nach Wien im Jahr 1945 ein antifaschistischer Aktivist. Er war wirklich überall dabei in diesen Jahren nach dem Krieg, wo es darum ging zu zeigen, wer jetzt hier die Vormacht hat. Seine Bildung nahm er selbst in die Hand. Er ist unglaublich viel auf die Universität gegangen, hat sich Vorträge und Seminare angehört, hat sich selbst gebildet und war auch bis ins hohe Alter noch ein Hörer, ein sehr treuer Hörer am Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien. Und später wurde aus dem Hörer und aus dem Lernenden ein Lehrender. Auch das eine ganz wichtige Funktion im Leben von Rudi Gebhardt. Seine politische Heimat und seine Lebenshaltung, das war die Sozialdemokratie. Aber der konstruktive Dialog der Religionen, der lag ihm ganz besonders am Herzen, auch deren positives Wirken in die Gesellschaft hinein. Und das Ganze war ihm deshalb wichtig, weil er selber ein ebenso überzeugter Humanist war, wie er Antifaschist war. Ohne Frage ist es ein ganz großes Verdienst der SPÖ-Bildungsorganisation, im Namen dieses großen antifaschistischen Kämpfers Rudolf Gebhardt ein Symposium auszurichten. Es ist heuer das zweite Mal, ich habe das schon gesagt. Und ich darf nun dieses Podium Professor Dr. Gerhard Schmidt übergeben. Er ist Wiener Landtagsabgeordneter und SPÖ-Bundesbildungsvorsitzender. Und ich darf Sie bitten, sehr geehrter Herr Professor Schmidt, dieses Symposium nun zu eröffnen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie alle sehr, sehr herzlich begrüßen. Allen voran dich, liebe Inge, die Witwe von Rudi Gebhardt. Große Freude für uns und auch eine große Ehre, dass du heute unter uns bist. Und in diesen 2 Stunden werden wir ein bisschen zurückblicken auf das Leben von Rudi und werden aber auch versuchen, vieles von dem, was er eingebracht hat, was er gesagt hat, was er getan hat, auch sozusagen ein bisschen im Spiegel der Gegenwart zu reflektieren und zu schauen, was wir für die Zukunft da mitnehmen können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich könnte wahrscheinlich jetzt 2/3 von Ihnen persönlich begrüßen. Gestatten Sie mir, dass ich mich auf einige wenige Begrüßungen stellvertretend für Sie alle, denen ich sehr dankbar bin, dass Sie heute gekommen sind, beschränke. Ich möchte einmal sehr, sehr herzlich in unserer Mitte unseren Bürgermeister begrüßen, lieber Michael Ludwig. Herzlich willkommen. Bürgermeister Ludwig war ja ein ganz enger Freund und Gefährte von Rudi Gebhardt und es verbinden uns viele, viele Gemeinsamkeiten, viele Anekdoten auch. Rudi war ja auch ein sehr,
ein sehr, nicht nur ein großer Antifaschist und großer Demokrat, sondern er war auch ein Wiener Original, das sich ins gesellschaftliche Leben dieser Stadt eingebracht hat. Es ist mir eine ganz besondere Ehre, die zweite Präsidentin des Nationalrates, Doris Burres, zu begrüßen. Liebe Frau Präsidentin, herzlich willkommen. Die Frau Präsidentin wird gemeinsam mit der Generalsekretärin des Österreichischen Nationalfonds, Professorin Magistra Hanna Lessing. Liebe Hanna, herzlich willkommen, über Rudi sprechen. Begrüße alle Abgeordneten zum Nationalrat, derer sind heute zahlreiche hier, ebenso alle Kolleginnen und Kollegen aus dem Wiener Gemeinderat und Landtag, aus mehreren Fraktionen, seien Sie alle sehr, sehr herzlich willkommen. Als wir überlegt haben, in der Bundesbildungsorganisation, unter welchen Aspekt wir das zweite Rudolf-Gelbert-Symposium stellen könnten, waren wir sehr rasch beim Thema Dialog der Religionen. Rudi Gelbert war ein großer Antifaschist, jemand, der mit Leidenschaft und Kraft für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und Freiheit gekämpft hat. Er war einer der wirklich auch im wissenschaftlichen Sinn exaktesten Kenner der Verbrechen des Nationalsozialismus. Er war aber auch ein großer Kenner und Studierender der Verbrechen des Stalinismus. Das war auch ein ganz großes Thema, mit dem er sich beschäftigt hat. Und vielleicht eine Seite, die weniger in seinem öffentlichen Wirken zum Vorschein gekommen ist. Er war auch jemand, der sich um die Verständigung der Religionen in besonderer Weise bemüht hat. Und daher war es unsere Zielsetzung, dieses heutige zweite Gelbert-Symposium unter den Titel Dialog der Religionen zu stellen. Und da ist es eine ganz, ganz große Ehre, dass wir die Oberhäupter, sozusagen die Chefs der Religionsgemeinschaften, heute bei uns begrüßen dürfen. Und es ist eine ganz besondere Ehre, den Erzbischof von Wien, seine Eminenz, Kardinal Dr. Christoph Schönborn, willkommen heißen. Herr Kardinal, herzlich willkommen. Wenn ich Sie hier im Kardinal-König-Haus begrüße, ist das wahrscheinlich ein bisschen paradox, weil es ist ja sozusagen Ihre Wirkungsstätte benannt nach Ihrem Vorgänger, dem legendären Erzbischof von Wien. Eine ganz große Ehre, dass Sie heute Zeit gefunden haben, direkt aus Rom kommend, mit wenig Aufenthalt in Wien, heute zu uns zu stoßen. Ich begrüße sehr, sehr herzlich den Präsidenten der Islamischen Glaubensgemeinschaft, Magister Ümit Vural. Herr Präsident, herzlich willkommen und vielen Dank. Und ich begrüße auch mit großer Freude und Respekt den Oberrabbiner von Wien, Jaron Engelmeier. Herr Oberrabbiner, herzlich willkommen bei uns. Mit Ihnen alle Würdenträger, die Sie heute hier begleitet haben. Aber erlauben Sie mir noch einen speziell zu begrüßen, nämlich den Chef des Hauses, den Direktor des Kardinal-König-Hauses, Pater Friedrich Bastl. Lieber Friedrich, herzlich willkommen. Begrüße die Vertreter der Medien, danke der Frau Magistra Renata Schmidt-Kunz vom ORF, dass Sie sich gleich bereit erklärt haben, die heutige Veranstaltung zu betreuen, zu moderieren, und ich weiß, Sie werden das ganz großartig machen. Wir haben wirklich in Detailarbeit sozusagen das vorbereitet, und ich war sehr, sehr erfreut, wie gewissenhaft und wie detailliert Sie das tun. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte stellvertretend für das Team aller, die heute hier mitgearbeitet haben, die Veranstaltung zusammenzubringen, den Bundesbildungsgeschäftsführer Wolfgang Marketan, sehr, sehr herzlich begrüßen und mich bei dir bedanken und bei deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass wir das heute hier so machen dürfen und machen können. Applaus
begrüße auch noch einen persönlichen Freund von Rudi Gelbert. Rudi Gelbert hat sich ja in unzähligen humanistischen Projekten auch eingebracht. Er war einer der großen Förderer des Rudolfinerhauses in Wien. Und daher begrüße ich sehr, sehr herzlich den Präsidenten des Rudolfinerhauses, Dr. Georg Semmler. Lieber Georg, herzlich willkommen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich erwarte eine spannende Diskussion. Ich erwarte interessante Beiträge in einer sehr spannenden und einer sehr schwierigen Zeit, die wir international auch gerade durchleben, wo es viele Fragen gibt, die vielleicht aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet werden können und die Religionsgemeinschaften betreffen. Wir leben in einer angespannten Zeit, internationale Konflikte, Konflikte, die jeden in irgendeiner Art und Weise wirtschaftlich, in sozialer Weise betreffen, die Auswirkungen auf unsere Gesellschaften haben. Das wird heute auch Thema sein. Und seien Sie so wie ich gespannt auf das, was nun kommt. Vielen herzlichen Dank. Ich darf Ihnen jetzt nur ankündigen, dass wir den Rudi auch ganz präsent haben wollen heute Abend. Und deswegen wurde vom Vorbereitungsteam wurden einige Filmausschnitte vorbereitet. Und bevor der Herr Bürgermeister zu uns spricht, möchte ich Sie einladen, sich 3 Minuten Rudi Gelbert anzuschauen. Und zwar aus 15 filmischen Dialogen von Florian Eder und Katharina Stemberger. Sprich mit mir. Rudolf Gelbert kommt 1930 im 2. Wiener Gemeindebezirk Leopoldstadt zur Welt. 1942 wird er nach Theresienstadt deportiert. Während seine Familie fast zur Gänze von den Nationalsozialisten ermordet wird, entrinnt er nur durch einen Zufall dem sicheren Tod. Gelbert setzt sich Zeit seines Lebens für die genaue Weitergabe von historischen Fakten zum nationalsozialistischen Terrorregime ein. Die meisten sind ja aus Theresienstadt nach da weggekommen, in die Vernichtungslager, überlebt. Aber es war, wie gesagt, wie hat es der Imre Kertész gesagt, der berühmte ungarische Nobelpreisträger und Auschwitz-Häftling, unser Überleben war ein Betriebsunfall. Zufall, ein geschenktes Leben. Wie alt warst du da? Na, ich bin ins Lager gekommen, da war ich nicht einmal 12 und bin dann befreit worden mit 14,5. Also. Und wie alt waren dann die anderen, deine Freunde dort? Die waren in demselben Alter, aber die meisten von ihnen, fast alle, haben ja nicht überlebt. Meine Familienmitglieder wieder, zum Beispiel meine Großmutter, sie hat in Micheldorf bei Dulm gelebt. Und ist dann von Wien nach Theresienstadt. Und wie wir hinkamen, ist sie eine Woche vorher in das Vernichtungslager Malitrotzinets gebracht worden, wo ja 15.000 Österreicher ermordet wurden. Und dort hat man sie, diese edle Frau, die nur Menschen geholfen hat, in die Grube geschossen. Mein Onkel, es war ein einfacher Mann, der durch den Weltkrieg einen Bein verloren hat, einen Fuß. Und der gesagt hat, was soll mir passieren? Ich habe mein Blut für den Kaiser gegeben, ich habe immer Steuer gezahlt. Der war ein einfacher Mann, der hat das nicht verstanden. Mhm. Ist mit seiner Frau und mit seinem Sohn ermordet worden. Der Bruder meiner Mutter hatte 3 Kinder mit der Frau, die ist nach Budapest geflüchtet, ist dann in Auschwitz. Und das war der Grund, warum ich immer gegen solche Tendenzen bis heute aufstehe, der Relativierung und der Leugnung. Weil sie morden ja damit, ich wiederhole mich, unsere Menschen wieder. Das war übrigens ein Filmprojekt, in dem Enkelkinder mit ihren Großeltern gesprochen haben. Und nachdem Rudi Gelbert kein Enkelkind hatte, hat er mit dieser jungen Dame gesprochen.
Am 19. Oktober letzten Jahres 2023, also 12 Tage nach dem unglaublich brutalen Angriff der Hamas auf israelische Zivilisten, wurde ein schon lange geplantes Vorhaben verwirklicht. Und dass es heute in Wien, in dieser schönen Stadt, den Wiener Rat der Religionen gibt, das geht zurück auf eine Initiative unseres Bürgermeisters Dr. Michael Ludwig. Mit der Gründung des Religionsrats sollen, so war das gewünscht und der Plan und das Ziel, die Beziehungen zwischen den verschiedenen Glaubensgemeinschaften in Wien gestärkt werden. Und es hat sich in den letzten Wochen schon gezeigt, dass es eine Solidarität gibt zwischen den Religionsgemeinschaften, dass von keiner Seite aus Öl ins Feuer geschüttet wird und dass im Gegenteil sogar zu Mäßigung aufgerufen wurde. Vielleicht ist nicht alles ganz perfekt gelungen, aber es ist schon mehr als in manchen anderen Orten in Europa und im Rest der Welt. Und das soll in Zukunft auch noch verstärkt werden. Und ich freue mich ganz besonders, nun den Herrn Bürgermeister zu bitten, uns seine Grußworte zu geben. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, es gibt keinen besseren Ort, einen Dialog der Religionen zu führen, als hier im Kardinalkönighaus. Und aus verschiedenen Gründen. Es ist ein Haus, das sehr gastfreundlich ist, das durfte ich schon mehrfach auch persönlich genießen. Es ist aber auch mit einem Namen verbunden, mit Kardinal König, der in der Zweiten Republik Brücken geschlagen hat in die verschiedensten Richtungen. Und das ist deshalb bemerkenswert, weil sich die Zweite Republik ganz deutlich von der Ersten Republik unterscheidet. Während in der Ersten Republik nicht nur die großen politischen Lager sich gegenübergestanden sind, hat auch die katholische Kirche in der Ersten Republik Partei ergriffen für eines dieser Lager mit den entsprechenden Verwundungen, die dann in letzter Konsequenz auch zu einem Bürgerkrieg geführt haben. Die Konsequenzen in der Zweiten Republik waren andere und es war vor allem auch Kardinal König, der gemeinsam mit Bundeskanzler Kreisky die Brücken geschlagen hat, auch zwischen katholischer Kirche und der Arbeiterbewegung und damit auch die Tür aufgestoßen hat für ein neues Verständnis, auch innerhalb politischer Kräfte, gesellschaftlicher Organisationen. Er hat auch die Brücken geschlagen zu anderen Religionsgemeinschaften, zur Orthodoxie, aber auch zu anderen Religionsgemeinschaften, zur jüdischen Gemeinde beispielsweise und auch zur islamischen Gemeinde, wenn ich daran erinnern darf, dass die größte Moschee, die es in Österreich gibt, damals noch gemeinsam eröffnet worden ist, Bundespräsident mit Kardinal, auch mit Vertreterinnen und Vertretern aller politischer Parteien. Der Baumeister war ein bis heute sehr bekannter, vor allem aus den Seitenblicken, nämlich Baumeister Lugner. Und war damals eine sehr hohe gesellschaftspolitische Akzeptanz. Also man sieht, es gibt in der Gesellschaft nicht nur eine lineare Entwicklung zum Positiven, sondern wir sind immer wieder in der Demokratie gefordert, Positionen zu beziehen und das Miteinander gegenüberzustellen einer Spaltung der Gesellschaft. Und ich freue mich sehr, dass diese Tradition von Kardinal König, von Eminenz Kardinal Schönborn fortgesetzt worden ist. Und gerade in schwierigen Zeiten, denn wir haben gerade in den letzten Jahren eine Reihe von Konflikten hinter uns gebracht. Ich denke auch an die Corona-Zeit. Es war für die Religionsgemeinschaft noch intern nicht leicht, auch zu werben für die notwendigen Impfungen. Es hat im Stephansdom in der Barbara-Kapelle eine Impfstraße gegeben. Da hat es nicht nur Zustimmung gegeben innerhalb der katholischen Kirche, aber der Kardinal hat dazu gestanden, sich auch in einer schwierigen Phase für die Gläubigen einzusetzen und für alle Menschen, die bereit sind, in den Stephansdom zu kommen, um sich impfen zu lassen. Im Übrigen so wie auch bei der jüdischen Gemeinde und der islamischen Gemeinde. Und gerade in schwierigen Zeiten ist es wichtig, dass man über die Religionsgrenzen hinweg zusammenarbeitet. Und da sind wir in der Gegenwart besonders gefordert, denn der Konflikt im Nahen Osten hat dazu geführt, dass in vielen Metropolen in Europa die Spannungen stark gestiegen sind und sich zum Teil entladen haben, auch in Konflikten auf der Straße. Das ist erfreulicherweise bei uns in Wien nicht so. Da gibt es ein starkes Miteinander. Ich danke da auch dem
einen Kardinal ganz stark, auch den Präsidenten der islamischen Glaubensgemeinschaft, der sich sofort auch sehr dafür eingesetzt hat, dieses Miteinander zu leben, um auch gemeinsam mit der jüdischen Gemeinde aufzutreten, auch was den furchtbaren, brutalen Übergriff der Hamas auf die israelische Bevölkerung betrifft. Dass es hier nicht ein Gegeneinander auf der Straße gegeben hat, sondern dass auf der einen Seite eine Verurteilung dieses furchtbaren Überfalls der Hamas auf die israelische Bevölkerung trotzdem auch Empathie empfunden werden kann für die Bevölkerung im Gazastreifen. Das muss sich nicht unterscheiden, sondern das fordert Menschlichkeit in jeder Hinsicht. Und ich versuche auch mit diesem Religionsrat, und ich bin Ihnen ganz dankbar, dass es möglich ist, dass wir über viele Jahre hinweg diesen Religionsrat vorbereitet haben. Das ist keine bürokratische Entscheidung, sondern das war eine Entwicklung über einen langen Prozess hinweg, wo sich die Religionsgemeinschaften in Wien angenähert haben. Es gibt ja viele Jahrzehnte schon gute Kooperationen, aber das Miteinander hat sich in den letzten Jahren sehr verstärkt, darf ich sagen. Und das schließt insgesamt 8 Religionsgemeinschaften mit ein. Auch die buddhistische Gemeinde beispielsweise, Sikhs, andere. Und mein Ziel ist, neben den christlichen Gemeinschaften, den katholischen, den Freikirchen, den evangelischen, selbstverständlich alle, die auch im christlichen Umfeld tätig sind. Und von daher ist es wichtig zu sehen, dass wir gemeinsame gesellschaftspolitische Herausforderungen haben, dieses Miteinander auch zu stärken. Und wir erleben das in anderen Regionen der Welt, dass Religionen herangezogen werden, um Konflikte zu führen, sogar Kriege zu führen, als Legitimation von Auseinandersetzungen, die, wenn man genauer hinsieht, ganz andere politische Hintergründe hat. Und von daher bin ich dafür, dass wir mit diesem Religionsrat alle Initiativen stärken, die dieses Miteinander im Vordergrund rücken. Und Eminenz, wir haben ja beide auch gekämpft für ein Friedenszentrum in unserer Stadt, das dann leider in eine andere Stadt gesiedelt ist. Wir beide wissen, wie wichtig es ist, jede Friedensinitiative zu unterstützen, die auch im internationalen Zusammenhang wirken kann. Und wir sind eine Stadt des Friedens. Wir haben über 40 internationale Organisationen in unserer Stadt, von den Vereinten Nationen, der OSZE bis zur OPEC und zur Internationalen Atomenergiebehörde oder auch der Europäischen Menschenrechtsagentur. Und von daher sind wir eine Stadt, die auch geeignet ist, Friedensverhandlungen zu Friedensverhandlungen einzuladen und auch für alle Religionsgemeinschaften in Gesprächsbereitschaft zu sein. Dass wir diesen Dialog der Religionen verbinden mit dem 2. Rudi-Gelbert-Symposium ist fast logisch. Denn Rudi Gelbert war, und es ist angesprochen worden, ein Mensch, der über den eigenen Lebensbereich hinweg gedacht hat, der immer interessiert war, auch wenn er überzeugter Sozialdemokrat war, Mitglied des Bundes sozialdemokratischer Freiheitskämpferinnen und Freiheitskämpfer, Opfer des Faschismus und aktiver Antifaschisten, dass er trotzdem immer auch den Kontakt gesucht hat, aufgrund seiner humanistischen Grundausbildung, seiner Nähe auch zu anderen Menschen, die einen anderen Glauben haben und diese Verbindung auch gelebt hat. Und jeder von uns hat wahrscheinlich viele auch persönliche Begegnungen mit Rudi Gelbert. Er war, kann man auch sagen, auch ein Aktivist. Es ist angesprochen worden, er ist unmittelbar nachdem er aus dem KZ Theresienstadt zurückgekommen ist, war er bei allen auch Auseinandersetzungen auf der Straße, wenn es darum gegangen ist, den Antifaschismus auch durchzusetzen. Nicht nur verbal. Es hat ja sehr bald nach 1945 wieder Nationalsozialisten gegeben, die sich auch sehr lautstark auch politisch geäußert haben auf der Straße. Auf den Universitäten beispielsweise, aber auch bei Demonstrationen. Einer der Höhepunkte war die Demonstrationen rund um den Professor der Universität Welthandel, Borodajkowicz. Diese Demonstrationen, harte Auseinandersetzungen, haben dann zum ersten politischen Opfer der Zweiten Republik geführt. Ernst Kirchweger, der von einem Rechtsradikalen niedergeworfen worden ist und an den Verletzungen erlegen ist. Rudi Gelbert war da immer dabei. Auch bei den Auseinandersetzungen rund um die Schillerfeiern, das waren getarnte rechtsextreme Zusammenkünfte beispielsweise. Und das bis ins hohe Alter. Ich kann mich erinnern an einen 1. Mai, es muss gewesen sein 2015,
Da bin ich auf der Tribüne gestanden und da sind ja bei einem 1. Mai der Sozialdemokratie sind ja meistens so 80, 90, 100.000 Personen und auch bei der Abschlusskundgebung, nachdem die nicht alle auf den Platz gehen, immer meistens nur 30, 40.000 Menschen. Und ich stehe auf der Tribüne, lausche den Rednern, blicke ins Publikum und sehe plötzlich, wie eine Reihe junger Leute versuchen, ein Transparent auszurollen. Der Polizist neben mir in Zivil sagt, das sind Identitäre, sollen wir eingreifen, sollen wir da noch mit dem damaligen Bürgermeister Kontakt aufnehmen. Und ich habe gesagt, warten wir noch kurz, wie sich das weiterentwickelt. Die beginnen relativ vor der Bühne, um medienwirksam für die Kameras rechtsextreme Parolen auszurollen. Dann schaue ich so, auf einmal teilt sich die Menge. Und der Rudi, immerhin auch schon im fortgeschrittenen Lebensalter und hat die Identitären dort so zusammenputzt, dass die innerhalb von einer Minute das Transparent wieder eingerollt haben und am Arm abgetrottet sind. Das war der Rudi Kelbert. Der hat mit hochrotem Kopf die so zusammengestaucht, dass die einfach gegangen sind und ich konnte dann den Staatspolizisten beruhigen und sagen, kein Eingreifen notwendig, Rudi Kelbert macht das. Und wenn es darum gegangen ist, die Demokratie zu verteidigen, war der Rudi präsent. Und er hat es wirklich als Zeitzeuge sehr glaubwürdig in Schulklassen in der Erwachsenenbildung vertreten, auch bei öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten. Ich kann mich erinnern, wir haben in den 90er Jahren Matineen im Volkstheater organisiert. Der Gerald Buchers, der Hans-Henning Schasach, der Robert Streibel und ich. Und Rudi Kelbert war einer der Referenten, der auch auf der Bühne gesprochen hat. Wir mussten das dann später einstellen, diese wirklich sehr gut besuchten Aktivitäten zum Novemberprogramm, weil uns die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen ausgegangen sind, die in der Lage waren, auch auf der Bühne zu sprechen. Das ist immer schwieriger geworden. Rudi Kelbert war einer, der alle diese Matineen gut begleitet hat. Und er hat bei einer seiner letzten großen Aktivitäten bei der Reihe Die letzten Zeugen im Burgtheater und in einer Reihe anderer, auch bundesdeutscher Großstädte, Berlin, Hamburg beispielsweise, als einer der letzten Zeitzeugen, der das auch sehr glaubwürdig auf einer Bühne darstellen konnte, gewarnt, nicht nur vor den Ereignissen, den furchtbaren Ereignissen der Shoah und dem Naziregime, sondern auch immer gewarnt vor Rechtsextremismus in der Gegenwart. Vor Rechtsextremismus, Antisemitismus, Rassismus. Und er hat zu Recht davor gewarnt, wie wir leider auch jetzt wahrnehmen, dass diese Gedankengänge nicht vorbei sind, sondern leider sich international vernetzen, in Österreich ein großes Thema sind, in europäischen Ländern und vieles davon auch von der USA ausgehend internationale Dimensionen erwirkt. Und Rudi Kelbert hat sich, es ist schon angesprochen worden, mit der Vernichtung des europäischen Judentums beschäftigt. Das war für ihn auch ein persönlicher Triumph, den er auch so formuliert hat, dass es Hitler und dem NS-Regime nicht gelungen ist, das europäische Judentum zu vernichten, so wie es vorgesehen war. Und ein persönlicher Triumph war von ihm, dass er in dem Film Der Mann am Balkon, gemacht von Dr. Kurt Bratzter, auf dem Balkon gestanden ist, am Heldenplatz, dort, wo Adolf Hitler seine Rede im März 1938 gehalten hat. Es hat ihn stolz gemacht, dass er damit zeigen konnte, das, was sich Hitler vorgenommen hat und das NS-Regime ist nicht gelungen. Er hat triumphiert über dieses NS-Regime, er triumphiert über Hitler. Und von daher sind viele seiner Aktivitäten, die er gesetzt hat, vor allem mit jungen Menschen, auch ein Vermächtnis, auch an uns das weiterzutragen. Er hat zu Recht viele Auszeichnungen bekommen, den Berufstitel Professor, das Goldene Verdienstzeichen des Bundeslandes Wien, die Samuel-Bloch-Medaille. Er ist sehr gewürdigt worden, aber für ihn war das Wertvollste, wenn er das Gefühl gehabt hat, dass er junge Menschen begleiten konnte. Und viele von uns haben die Erfahrung, dass er ja durchaus, wenn man mal ein Referat gehalten hat, dann nachher Bestandsanalyse gemacht hat, auch Kritikpunkte geäußert hat. Das war ein bisschen sehr emotional, das muss rational angehen. Und er hat das ja immer unterfüttert, auch mit Briefen, die er zugeschickt hat.
glaube, manche haben sich das auch noch aufgehoben. Das war meistens so zu big, dass es schwer war, das aufzubringen. Aber drinnen waren dann Zeitungsartikel, die er in guter journalistischer Manier angezeichnet hat, also die Schwerpunkte. Er hat ja lange Zeit selbst im Kurier im Archiv gearbeitet und hat gewusst, worauf es auch ankommt, um einen Artikel richtig zu lesen. Und von daher hat er bis zum letzten Atemzug diese seine Ziele verfolgt. Der letzte große Auftritt, den viele von uns auch wahrgenommen haben, war am 8. Mai 2018. Und Sie wissen, wir begehen da in Wien am Heldenplatz immer das sogenannte Fest der Freude. Das haben wir deshalb als Stadt Wien initiiert, um die Rechtsradikalen zu vertreiben, die früher am Heldenplatz immer eine Veranstaltung durchgeführt haben, einen Volkstrauertag am 8. Mai 1945. Das war für sie ein Trauertag, nämlich das Ende des NS-Regimes. Und wir haben das, wie ich meine, auch politisch gut gedreht und haben gesagt, nein, es soll ein Fest der Freude sein, ein Freudenfest dafür, dass es wieder die Demokratie gibt und das Nazi-Regime besiegt ist. Und Rudi Gelbert hat an diesem 8. Mai 2018 die Rede als Zeitzeuge gehalten. Er ist aus dem Spital hingebracht worden und auch wieder weggebracht worden, aber auf der Bühne war er wie ein Junger. Da hat man einfach gemerkt, was Lebensenergie in ihm ist, um möglichst viele Menschen auch zu begeistern, sich für den Antifaschismus einzusetzen und für ein demokratisches System. Ich durfte mit dir, Inge, bei ihm sein, bis zum Schluss auch im Spital. Du hast ihn ja wirklich mit großer Aufopferung bis zum Ende begleitet. Ich war auch in den letzten Tagen sehr oft bei ihm und ich weiß, er hat sein Leben so gelebt, dass er stolz sagen kann, viele Menschen positiv beeinflusst zu haben. Und ich bin sicher, wenn er Gelegenheit hat, heute in irgendeiner Form wahrzunehmen, was hier passiert, das wäre genau das, was ihm gefallen würde. Ein Dialog der Religionen, Menschen, die wissen, wofür sie sich einsetzen und das in seinem Sinne. Danke, Glück auf. Vielen herzlichen Dank, Herr Bürgermeister, für diese berührenden Worte, so menschlich und wohltuend für die Frau Gelbert. Dankeschön. Es ist dem engagierten Kameramann und Filmemacher Kurt Bratzter, der heute leider nicht hier sein kann, aber ich soll Sie alle sehr herzlich von ihm grüßen. Es ist also Kurt Bratzter zu verdanken, dass es einen Dokumentarfilm gibt über Rudolf Gelbert, Kurt Bratzter, ist gemeinsam mit seinem Kameramann, dem Benjamin Epp, dem Rudolf Gelbert an alle Stätten seines Lebens gefolgt, unter anderem auch, zum ersten Mal war das für den Rudi, nach Theresienstadt mit ihm gegangen. Von den rund 15.000 jüdischen Kindern, die in diesem, wie man gesagt hat, Vorhof der Vernichtung gebracht wurden, überlebten nur 200 und Rudi Gelbert war einer davon. Wir zeigen Ihnen jetzt einen Ausschnitt aus dem Film Der Mann auf dem Balkon, Rudolf Gelbert, KZ-Überlebender, Zeitzeuge, Homo Politicus, von Kurt Bratzter, produziert vom WIFA, Wiener Filmarchiv der Arbeiterbewegung und gefördert vom Österreichischen Nationalfonds. Film ab, bitte. Wir Juden durften doch überhaupt nicht in ein Restaurant gehen, war doch strengstens verboten. Und meine Mutter und ich gingen in ein Restaurant hier auf der Freiung und nach ein paar Minuten plötzlich Sondermeldung, der Fall von Paris. Alle stehen auf, Deutschlandlied, Horst Wessellied, ich habe die Texte genau gekannt. Ich weiß nicht, instinktiv war ich immer der Meinung, man muss den Gegner genau kennen, aber meine arme Mutter, voll Schrecken. Ist sie noch dazu mit der linken Hand, ist sie so an der Mauer gelehnt, voll Angst. Ich habe überhaupt keine Angst gehabt. Und die Leute haben gesagt, ja, das wird einmal ein richtig guter HJ-Junge, wie der die Lieder kennt.
Es war eine Kühnheit von uns, in so ein Restaurant zu gehen. Wir haben das natürlich nie mehr gemacht, bitte. Ich allein schon. Ich bin dann allein kaltblütig auch in Kinos gegangen. Und ohne Judenstern, also ich habe überhaupt mir Stickeln erlaubt, bevor wir ins KZ gekommen sind, die man sich gar nicht ausdenken kann. Bin irgendwo in die Vorstadt raus, in ein Kino. Und ja, kann mich an einen Willy Forst-Film erinnern, den ich ein paar Mal gesehen habe. Ja, das war ein Ausschnitt aus dem Dokumentarfilm Der Mann auf dem Balkon, Rudolf Gelbart, KZ-Überlebender Zeitzeuge, Homo Politicus von Kurt Bratzda. Und wir danken ihm sehr herzlich, dass wir das verwenden durften. Rudolf Gelbart war ein sehr politisch engagierter Mensch, das ist heute schon ein paar Mal gesagt worden. Er kannte alle, ihn kannten auch alle. Er war bei jedem Vortrag zugegen. Er war Dauergast bei den Wiener Vorlesungen, die ja das große Lebenswerk von Christian Ehalt waren, der vor kurzem gestorben ist, was mir sehr, sehr leid tut. Und ich glaube, die Stadt Wien wird ihn für immer vermissen. Rudolf Gelbart sorgte dafür, dass die Geschichte des Holocaust aufgearbeitet wurde, wie der Herr Bürgermeister gesagt hat, auch tatkräftig hat er dafür gesorgt, und auch, dass diese Geschichte nicht vergessen wurde. Und jetzt möchte ich ins Gespräch kommen mit zwei Menschen, mit denen er in einer ganz besonderen Weise auch verbunden war und immer wieder auch viel mit ihnen zu tun hatte. Und ich darf Sie bitten, mit mir zu begrüßen die zweite Präsidentin des österreichischen Parlaments, des Nationalrates, Doris Bures. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Bitte nehmen Sie Platz. Und der zweite Mensch ist Professorin Magistra Hanna Lessing. Sie leitet den österreichischen Nationalfonds und hat viel mit dem Rudi zu tun gehabt. Und darüber werden wir uns jetzt unterhalten. Herzlich willkommen, Frau Professorin. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend gekommen sind, sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Ich darf Sie fragen, Frau Präsidentin, welche Erinnerungen haben Sie an den Bürger und an den Genossen Gelbart? Ich habe ja beim letzten Symposium, den ersten Rudi Gelbart Symposium, schon darüber nachgedacht, wo denn und wann dann meine erste Begegnung mit dem Rudi war, also wo unsere Freundschaft auch begonnen hat. Und ich habe sie dann wieder, mir ist sie wieder so gut in Erinnerung gekommen und es beschreibt die Person des Rudi, finde ich auch so gut. Deshalb möchte ich es vielleicht kurz erzählen. Es war Ende der 80er Jahre. Ich habe ihm sicher vorher schon, ich war in der Friedensbewegung aktiv begegnet, aber diese erste ganz persönliche Wahrnehmung war Ende der 80er Jahre. Ich war jung, ich hatte eine kleine zweijährige Tochter und ich bin zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, du musst heute auf meine Tochter aufpassen, weil ich muss zu einer antifaschistischen Demonstration gehen.
Meine Mutter hat gesagt, bitte pass auf dich, du hast ein kleines Kind. Und ich bin dann dorthin gefahren, gar nicht so weit von hier entfernt. Es war der Hübner Parkhotel Schönbrunn, wo es einen Vortrag gegeben hat von dem rechtsextremen Historiker und Holocaust und Gaskammernleugner, den David Irving. Und ich bin dorthin gekommen und vor dem Hotel gab es die Demonstration und ich kam neben den Rudi Gelbert zum Stehen und habe mir gedacht, wenn die Mama das jetzt sieht, dann weiß ich, ob da neben mir der auf mich aufpasst. Ich hatte sofort das Gefühl, wie er neben mir gestanden ist, das ist ein Mensch, der nicht nur die gleiche antifaschistische Überzeugung, sondern viel mehr in sich trägt. Und der in seiner Rede hat dann das Mikrofon auch vor dem Hotel sofort an sich gerissen und hat genau das, was oben auch heute steht, das erste Mal, er hat es oft wiederholt, aber er hat es immer wieder gesagt und dort habe ich es das erste Mal auch gehört, Überleben ist ein Privileg, aber auch ein Auftrag, eine Verpflichtung, hat er immer gesagt. Und ich habe ihn kennengelernt, eben wie gesagt, vor vielen Jahren. Er hat mich dann über Jahrzehnte begleitet. Der Herr Bürgermeister hat auf die Briefe auch die angesprochen. Das waren Briefe, Artikel, Bücher. Und die hat uns nicht nur geschickt und mir dann auch einen Text dazu geschrieben, sondern beim nächsten Treffen hat er mich gefragt, wie ich das gesehen habe und wie ich das einordne, auch politisch die Texte, die er mir übermittelt hat. Also er war mein Freund und mein Lehrer, würde ich sagen. Und ein wirklich guter Mensch. Was mir jetzt auffällt, als Sie gesprochen haben, ist, dass man heute oft denkt, nur jetzt gäbe es Rechtsextreme. Und die 80er Jahre waren gar nicht so. Da waren noch so viele lebendig, sage ich mal, von den Alten. Und das erinnert mich, Ihre Erzählung erinnerte mich jetzt an das, dass wir in den 80er Jahren sehr oft demonstrieren waren, also auch ich. Gab es denn dann mal eine Zeit, Ihrer Meinung nach, wo es dann besser war? Also man verherrlicht ja gerne die 90er Jahre. Würden Sie sagen, da war mal ein bisschen eine bessere Atmosphäre so in die Richtung? Ich würde meinen, in den 90er Jahren trifft auch etwas zu, das der Rudi immer so treffend formuliert hat, nämlich diese finsteren Dämonen der Vergangenheit im neuen Gewande, so sinngemäß. Und daher müssen wir achtsam sein. Da hat er auch sehr viel begonnen, mit uns darüber zu diskutieren, mit wieder den Anfängen, während den Anfängen und vor allem die Diskussion, woran erkennt man, dass das jetzt der Anfang ist, weil sie eben, wie gesagt, in diesen neuen Gewändern, die neuen Rechten aufgetreten sind. Mittlerweile sehen wir haben, wenn man uns die Sprache, wenn man uns das Auftreten anschaut, sie sind mittlerweile in den alten Gewändern und formulieren das auch lautstark. Und deshalb bin ich auch so davon überzeugt, am Freitag wäre der Rudi bei der Demo gewesen, gegen rechts, weil er das auch immer so ausgemacht hat, sie nicht wegducken, sich stellen, Haltung beziehen und diesen antifaschistischen Kampf, komme was wolle, auch weiterzuführen, egal in welchem Gewand er uns begegnet. Man muss ja auch dazu sagen, dass der Rudi eben nicht nur ein Antifaschist war, sondern er war auch ein überzeugter Sozialdemokrat oder früher wahrscheinlich sogar, hätte er sich wahrscheinlich noch Sozialist genannt. Und das heißt, die Analyse unserer Gesellschaft kommt aus zwei Richtungen in seinem Kopf, nicht wahr? Also aus der wirtschaftlichen Betrachtung der Welt und aus der ideologischen Betrachtung der Welt und aus der Perspektive des Holocaust-Überlebenden. Das nehme ich jetzt mit, das von dem, was Sie gesagt haben. Also das heißt, Sie sind einem Genossen begegnet und sind Sie auch einem Bürger begegnet? Sie sind ja immerhin zweite Präsidentin des Nationalrates. Naja, wünscht man sich solche Bürger? Das andere nicht aus, Genosse und Bürger. aber da vielleicht auch ein Beispiel, weil es fast auf den Tag genau vor 8 Jahren war, dass der Rudi die höchste Auszeichnung der Sozialdemokratie verliehen bekommen hat, nämlich die neben allen vielen Auszeichnungen, die er zu Recht hatte, die große Viktor-Adler-Plakette. Und das war für ihn eine sehr, sehr wichtige auch Veranstaltung, die ihm sehr viel bedeutet hat. Er hat ja gesagt, mein Leben hat mich zum Sozialisten gemacht. Das war ja auch einer seiner Aussprüche.
Und ich hatte natürlich die Aufgabe, ich war damals erste Präsidentin des Nationalrats und habe gesagt, wir machen das im Parlament. Für einen Kämpfer für Demokratie, Menschenrechte, Humanismus gibt es keinen besseren Ort als das Zentrum der Demokratie. Und ich hatte auch die Aufgabe, mit ihm die Einladerinnenliste durchzugehen. Ingeborg, das war eine schwierige Aufgabe, weil wir nicht im historischen Sitzungssaal das hatten, sondern in einem kleineren Raum. Und es war ihm natürlich eine große Ehre, dass sehr viele Persönlichkeiten der Sozialdemokratie, der damalige Parteivorsitzende und Bundeskanzler Werner Faymann, der heutige Bürgermeister Michael Ludwig war dort, der Professor Gerhard Schmidt war anwesend. Aber was so typisch für ihn auch war, ist, und ihm auch dieser Brückenbauer, der er war, viele von ihnen darüber hinaus. Es waren die Religionsgemeinschaften zu seiner Ehrung als so großer und würdiger Sozialdemokrat eingeladen. Es waren alle Opferverbände auch eingeladen, über alle Parteigrenzen, über alle Grenzen hinweg. Also das führt, finde ich, auch zu dem heutigen Symposium, weil man sieht auch, wie wichtig ihm das war, über die Parteigrenzen hinweg, auch diesen Konsens, auch diesen Kontakt zu allen, die für Demokratie und Menschenrechte, für dieses Österreich, für eine liberale Demokratie kämpfen, auch eintreten. Und da war er schon einer, der genau gewusst hat, was die Lehren dieser dunklen Jahre der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind, nämlich das Brücken zu bauen, sich zusammenzutun und mit allen, auch wenn sie andersdenkende, andere Religion vertreten, wenn es darum geht, dieses Österreich, unsere Heimat, unsere liberale Demokratie und die Menschenrechte zu verteidigen, dann gibt es mit allen einen Schulterschluss. Und das hat er auch wirklich gelebt. Frau Professor Lessing, wo kreuzen sich denn Ihre Wege mit dem guten Rudi Gelbart, der ja auch zwar jünger als Ihr Vater, aber doch auch diese Generation mit diesen Erlebnissen in sich getragen hat. Also auch was Vertrautes Ihnen vielleicht? Ich weiß wirklich nicht, wo ich anfangen soll, weil der Rudi hat einfach mein Leben sehr, sehr, sehr geprägt. Nämlich in dem Sinne, dass mein Vater und Rudi eine ziemlich intensive Freundschaft gepflegt haben. Es haben ihn zwei Grundsätze ihres Lebens begleitet, nämlich einerseits die Freimaurerei und andererseits, dass sie Agnostiker waren. Daher natürlich im Vorfeld dieses Symposiums gab es so ein paar Bemerkungen, warum Dialog der Religionen, das hat doch nichts mit dem Rudi Gelbart zu tun. Religionen können verbinden und das ist das Verbindende, das Rudi immer gesucht hat. Trotzdem, wie gesagt, mein Vater und er Agnostiker waren. Was hat mich dadurch in der Jugend begleitet? Unglaublich laute Diskussionen, ich würde sogar sagen Streits. Der Rudi würde etwas von meinem Vater sagen, was genauso mein Vater auch vom Rudi immer gesagt hat. Ist dein Vater immer so ein Apodikt, nämlich im positiven Sinne des Apodiktismus, dass man einfach sagt, ich bin davon überzeugt und davon rücke ich nicht ab. Und das führt mich dazu, dass ich später, mein Vater hat selten über die Emigration gesprochen, er wollte auch nicht über seine Vergangenheit sprechen, der Rudi wollte und konnte darüber sprechen. Und wie ich mich für den Nationalfonds beworben habe. Ich war früher in der jüdischen Hochschülerschaft tätig und du hast es angesprochen, Entschuldigung, dass ich dich duze, aber wir duzen uns, dass in den 80er Jahren wir nichts mit der Erinnerungskultur zu tun gehabt haben. Daher war das noch kein großes Thema, aber das Thema Israel und Antisemitismus war ein großes Thema. Und das hat mich einfach in den 80er Jahren ganz, ganz stark mit dem Rudi verbunden. Aber wie ich mich dann für den Nationalfonds beworben habe, da habe ich Angst gehabt, sozusagen auch zum ersten Mal aufzutreten, nicht nur punkto Erinnerungskultur, aber auch, wenn es um Israel-Kritik gegangen ist. Und da wurde Rudi einfach mein Lehrer, weil mein Vater, und du hast es schon gesagt, er wird zum Lehrer. Und ich habe es mir aufgehoben, also viele mehrere Zetteln, aber hier geht es darum, Israel, die Geschichte eines Staates. Und dann schreibt er mir, für dein Gegenargumentationsarchiv etwas Großartiges. Und dann schreibt er unten, und das ist, was mich mit Rudi einfach verbunden hat, für deinen lieben Freund und dich, Hanna, die besten Wünsche für 2007. Es umarmt dich, dein väterlicher Freund Rudi. Und das
ist etwas, was mir einfach geblieben ist, weil er hat mich im Nationalfonds begleitet bis 2018. Immer wieder mich auch gestärkt darin, dass ich fähig bin, öffentlich zu reden. Weil früher hätte ich mir das nie zugetraut. Und er hat mir gesagt, nein, schau, liest dir das mal durch, aber du bist gescheit genug, dir was dazu zu überlegen. Also dem Rudi, ja, verdanke ich einfach wahnsinnig viel, weil mein Vater mich da nicht so begleitet hätte, weil er mich eigentlich lieber in der Bank gesehen hätte als im Nationalfonds. Na, wahrscheinlich in der, also vielleicht in der Nationalbank und nicht im Nationalfonds. Ja? Also nachdem du es jetzt verraten hast, dass wir uns duzen, duzen wir uns weiter, liebe Hanna. Es ist natürlich jetzt so, dass der Herr Bürgermeister hat es auch schon angesprochen, die Zeit gekommen ist, dass die Zeitzeugen aussterben. Und da kann man sich dann natürlich fragen, ja, ist dann jetzt der Nationalfonds eigentlich noch von Bedeutung? Oder was ist die Bedeutung jetzt vom Nationalfonds? Und wer nimmt denn auch so eine Rolle ein, wie ein Mensch wie Rudi Gelbert, nicht nur auf Demonstrationen am 1. Mai, Herr Bürgermeister, da sollten Sie sich irgendwen hertrainieren, ja? der die Rechten vertreibt, sondern sozusagen auch in der Bestärkung dessen, dass die Argumentationslinie stimmt und stimmig bleibt. Also zur Zukunft des Nationalfonds, es ist richtig, das ist eine Überlegung, die wir natürlich alle gehabt haben, jetzt wo die Stimmen der Zeitzeugen immer schwächer werden. Aber natürlich haben wir uns darüber schon Gedanken gemacht, dass wir auch die nächste Generation dazu gewinnen können, einerseits über die Familiengeschichten zu sprechen. Daniel Landau hat das auch schon einmal sozusagen angesprochen gehabt. Diese zweite Generation, also wenn ich an Schulen gehe, kann ich sehr wohl ein bisschen was erzählen. Natürlich nie so, wie Rudi oder andere erzählen konnten. Aber was ganz wichtig ist, und Pierre Nora, ein französischer Philosoph, hat das einmal gesagt, wenn es keine Milieu de Mémoire mehr gibt, also Erinnerungsgemeinschaften, dann muss man Lieu de Mémoire kreieren, also Orte der Erinnerung. Und so ein Ort der Erinnerung, für den waren wir zuständig im Nationalfonds, wie wir die Namensmauern eröffnet haben. Rudi hat noch die Grundsteinlegung miterlebt und war sehr berührt, dass dort über 65.000 Namen eingraviert werden. Das Gleiche machen wir jetzt auch für Roma und Sinti. Aber wofür der Nationalfonds halt auch zuständig ist, und ich nehme an, Herr Präsident Wirrl wird später darüber sprechen, wir haben gemeinsam mit dem Bundeskanzleramt eine Reise nach Auschwitz organisiert mit 30 Imamen und auch Frau Bagayati und Herr Bagayati waren dabei. Und es war ein unglaublich berührender Austausch, den wir dort hatten, weil wir konnten hier über die Verbindung der Religionen auch über das, wo Krieg und Ausgrenzung hinführen kann, reden. Und das sind so Zukunftsprojekte, die ich sehe, die wir in den nächsten Generationen ganz, ganz wichtig finden und auch weitermachen müssen. Das heißt auch ausweiten auf andere Gruppen in unserer Gesellschaft, die über Gewalt, Rassismus, von Gewalt und Rassismus bedroht sind. Also das möchte ich nochmal unterstreichen. Der Nationalfonds ist kein jüdischer Fonds. Er ist beim Parlament eingerichtet für alle Opfergruppen, alle Opfer des Nationalsozialismus. Wir sind zuständig für die Opfer, die wegen ihrer Homosexualität verfolgt worden sind, Kinder vom Spiegelgrund etc. etc. Aber natürlich wissen wir, dass viele aufgrund einer Religion verfolgt worden ist. Und damit verbindet es uns wieder, dass wir sagen, auch sehr viele Christen sind verfolgt worden. Es sind auch Muslime verfolgt worden. Juden natürlich auch. Daher, ja, wir müssen mit all diesen Gruppen, die damals verfolgt worden sind, an die Religionsgemeinschaften heute herantreten und sagen, schaut's, hier müssen wir wirklich hinschauen und daraus lernen. Eine letzte Frage, liebe Hanna, und dann habe ich noch eine Frage an die Frau Präsidentin, die ich auch duze übrigens und Sie mich auch. Wir haben es jetzt verraten. Liebe Hanna, es ist ja nicht so, dass die Welt jetzt so ganz in Ordnung ist und es geschieht ja auch immer wieder, dass nicht nur jüdische Menschen Antisemitismus erfahren, sondern dass andere Menschen, von wo auch immer, ob das Roma und Sinti sind oder Frauen oder behinderte Menschen oder homosexuelle Menschen oder Menschen aus anderen Nationen und Völkern,
Gewalt und Rassismus erleben. Was heißt das dann für den Nationalfonds? Weil sozusagen die Welt ist jetzt nicht heil geworden nach 45. Das Scheußliche geht ja immer weiter in alle Richtungen. Und es ist ja gerade im Moment sehr aktiv, muss man sagen, auch in allen Richtungen. Also für mich war der 7. Oktober so ein Turning Point, weil nicht, dass ich das Gefühl hatte, ich meine natürlich 1995, wie ich Generalsekretärin geworden bin, dank Präsident Fischer, der mich damals ernannt hat, bin ich ausgerückt mit der Überzeugung, ich rette die Welt. Das habe ich auch meinem Vater beschrieben. Ich werde jetzt die Welt retten. Ich bin dann drauf gekommen, dass ich die Welt nicht retten kann, aber auch in den Gesprächen mit den Überlebenden, besonders die Lucia Heilmann hat das immer wieder, bringt sie auf den Punkt, wenn ich ein Kind erreiche, dann erreiche ich schon sehr viel. Und ich beschreibe es dann einfach, wenn ich nur, es gibt diesen schönen Spruch aus dem Talmud und der Herr Oberrabbiner wird mich korrigieren, aber es ist, wenn ich ein Menschenleben rette, dann rette ich die Welt, ist die eine Übersetzung, aber ich habe eine Übersetzung, die heißt, wenn ich ein Menschenleben rette, dann rette ich eine Welt. Und genau in diesen kleinen Welten müssen wir uns bewegen. Obwohl ich, wie gesagt, nach dem 7. Oktober habe ich vieles hinterfragt. Was haben wir im Nationalfonds erreicht? Was haben diese ganzen tollen Organisationen wie Arena.at, das Mauthausen-Komitee Österreich oder auch die Mauthausen-Gedenkstätte? Wir sind so viel an die Schüler und an die Studenten gegangen. Was haben wir erreicht, wenn sich nach dem 7. Oktober, am 8. Oktober sehr vieles so schnell umdreht und der Hass sich wieder gegen die Juden dreht? Ich weiß es nicht. Wir haben vielleicht manche Sachen nicht richtig kommunizieren können. Wir erreichen die Jugendlichen nicht mehr so wie früher. Wir müssen einfach weiter tun. Und wir haben große Unterstützung und es heißt einfach weiterarbeiten. Mhm. Ich habe noch eine Frage jetzt, was das Parlament betrifft. Wie ist denn das Erinnern an den Holocaust, aber auch an andere Schrecklichkeiten der Welt und das aus der Geschichte lernen in den Strukturen des österreichischen Parlaments eingeschrieben? Also es gibt den regelmäßigen Tag gegen Rassismus und Gewalt. Es gibt immer wieder Veranstaltungen, die besonders du auch betreibst, die besonders auch die leider verstorbene, jetzt fällt mir gerade ihr Vorname nicht ein, die Barbara Prammer, wirklich, wirklich großartig gemacht. Ich glaube, für viele Holocaust-Überlebende war das wirklich ein Willkommensgruß, in diese Stadt zurückzukommen, aber eben auch andere Menschen, die sowas erleben. Wie kann man das sichern in einer parlamentarischen Struktur, dass das auch in Zukunft stattfinden wird, sowas? Ja, dafür sind wir alle verantwortlich. Ich teile die Einschätzung, dass es eine Veränderung der Erinnerungskultur auch gibt, wo wir die Zeitzeugen nicht haben mehr. Und die Hanna hat es auch so beschrieben am Beispiel des Rudi im Vergleich zu ihrem Vater. Es war ja immer die größte Bewunderung meinerseits, dass Menschen, die so etwas Schreckliches erlebt haben, durch jede Erzählung, in jede Schulklasse, in die sie gegangen sind, zu jeder Parlamentsveranstaltung, zu den letzten Zeugen ins Burgtheater, überall, wo sie hingegangen sind, haben sie das erzählt und wieder durchlebt. Also diese Kraft, die die Menschen gehabt haben, um zu sagen, wir müssen darüber reden, um zu verhindern, dass Ähnliches noch einmal passiert, und haben darüber gesprochen. Und im Parlament haben wir das Instrument des Nationalfonds, das die Hanna beschrieben hat, wo es uns immer ganz wichtig war mit dem Nationalfonds, dass wir alle Opfergruppen, Sozialdemokraten waren in den Konzentrationslagern. Du hast das auch gesagt, der Rudi hat immer gesagt, alle Juden waren Opfer, aber nicht alle Opfer waren Juden. Und das war so wichtig, um genau dieses Bündnis auch für die Zeit danach zu haben. Und Barbara Prammer erwähnt die Demokratiewerkstatt, wo wir junge Menschen, Schulklassen, Jugendliche, immer Schülerparlamente, Lehrlinge, ich habe dann das um Lehrlingsparlamente auch erweitert, wo wir junge Menschen ins Parlament holen und die Bedeutung, und dass es nicht selbstverständlich ist, in einem Land mit einer liberalen Demokratie zu leben, wo Menschenrechte geachtet werden und dass man dafür eintreten muss, dass wir diese Auseinandersetzung mit den nächsten Generationen führen. Und das Parlament ist ein ganz ein wesentlicher Ort auch dafür.
Und es viele Abgeordnete sind da. Ich kann Ihnen sagen, wir werden dafür sorgen, dass dieser Ort weiter ein antifaschistischer Ort, ein Ort ist, wo die Demokratie hochgehalten wird und wo Menschenrechte nicht in Frage gestellt werden und wo wir nicht diese Sprache, die immer in einem NS-Kontext auch zu sehen ist, zulassen werden. Es ist unerträglich, von Fahndungslisten politisch Andersdenkender zu reden. Es ist von Deportationslisten aus rassistischen Gründen zu reden, im NS-Kontext als Volkskanzler sich zu benennen. Da brauchen wir nicht mehr diskutieren, wo ist denn der Anfang während den Anfängen. Da haben wir nur mehr aufzustehen, dagegen anzutreten, zu argumentieren, informieren, Information zu geben. Der Rudi hat immer gesagt, Information ist Abwehr. Den kann man eh nichts hinzufügen. Wie Sie alle gesehen und gehört haben, habe ich ein Gespräch mit zwei überzeugten Rudi-Gelbert-Schülerinnen geführt. Und ich danke Ihnen sehr herzlich und bitte Sie, wieder Platz zu nehmen und das Mikrofon dazulassen. Ja, ich nehme gleich wieder Platz, weil es wird ein kurzes Sitzen hier sein. Ich darf Ihnen jetzt noch, ja, Entschuldigung, dass ich da reingesprochen habe. Ich darf Ihnen nochmal einen Ausschnitt aus dem schönen Filmprojekt von Florian Eder und Katharina Stemberger ankündigen. Sprich mit mir. Hier ist nochmal Rudi Gelbert. Du hast ja wahrscheinlich in deiner Familie voll viel über deine eigene Kultur und deine eigene Religion gelernt. Was bedeutet dir das heute noch? Natürlich bin ich mit dem Schicksal der Juden, die so viel mitgemacht haben, verbunden. Aber natürlich auch in meinem Freundeskreis gibt es sehr viele Nichtjuden. Und ich wähle die Menschen nicht, ob sie Juden oder Nichtjuden sind, sondern nach ihren Charaktereigenschaften und so weiter. Wenn jemand ethisch handelt, aus den Forderungen der Religion, egal welcher, großartig, wird es zum Fanatismus, dass man sagt, nur meine Religion ist die Allseligmachende. Wir sehen ja diese grauenhaften Konflikte überall. Dann ist es scharf abzulehnen. Ja, das wollen wir jetzt durchdeklinieren in 40 Minuten. Ich hoffe, wir werden das schaffen in der Zeit. Und nochmal möchte ich sagen, dass es für Rudi Gelbert ganz wichtig war, im Dialog zu sein. Er war oft so lang mit einem im Dialog, dass man schon nicht mehr wusste, wo man hinschauen sollte. Aber es war immer bemerkenswert und man hat sich immer erinnert. Und ich bitte Sie jetzt ganz herzlich zu begrüßen und ich bitte die Herren auf die Bühne, Seine Exzellenz Kardinal Dr. Christoph Schönborn, Kardinal der Erzdiözese Wien, Jaron Engelmeier, Oberrabbiner der Israelitischen Kultusgemeinde hier in Wien und Magister Ümit Vural, Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft. Bitte kommen Sie. Ja, wir haben leider nur zwei Mikrofone, das heißt, der Herr Oberrabbiner wird mit dem Herrn Präsidenten das Mikrofon teilen und der Herr Kardinal und ich werden uns ein Mikrofon teilen. Ich freue mich, dass Sie sich Zeit genommen haben und ich möchte Sie in einer ersten Runde bitten und ich werde mit Ihnen anfangen, Herr Kardinal, ich darf Ihnen das Mikrofon geben, uns zu erzählen, wie sich Ihre Wege mit dem Rudi Gelbert gekreuzt haben. Ich weiß, dass Sie zum Beispiel eine sehr intensive Beziehung zu Rudi Gelbert hatten. Vielleicht möchten Sie ein bisschen was davon erzählen. Meine Beziehung zu Rudi Gelbert geht vor allem über meinen Vater. Die waren sehr befreundet, nachdem vorhin schon von der Frau Lessing angesprochen wurde, in welchem Rahmen. Sie war die Freundschaft auch in diesem Rahmen. Und so
wusste ich von Rudi Gelbert durch meinen Vater. Ich habe ihn aber dann auch, seit ich Erzbischof war in Wien oder seit ich in Wien bin, und das ist jetzt schon 32 Jahre, habe ich ihn auch persönlich kennengelernt und bin natürlich ganz besonders erfreut, dich, Ingeborg, hier zu sehen, weil uns über viele Jahre eine sehr, sehr herzliche Freundschaft verbindet, die auch mit dem Gang zu einer Synagoge zu tun hat, wo du mir einen Regenschirm über den Kopf gehalten hast, weil es furchtbar geregnet hat. Ich kann nur sagen, dass alle die Zeugnisse, die ich hier gehört habe, weit über das hinausgehen, was ich persönlich von Rudi Gelbert kennenlernen konnte. Aber Ingeborg hat mir natürlich sehr viel erzählt, was ich selber nicht erlebt habe. Und dafür bin ich dir sehr dankbar. Dieselbe Frage. Ja, ich durfte den Rudolf Gelbert leider nicht persönlich kennenlernen. Ich bin erst 2020 nach Wien gekommen und ich spüre den Verlust einer solchen Persönlichkeit, aber gleichzeitig auch, die Persönlichkeit lebt fort und man spürt es, man merkt es in allen Geschichten und Zeugnissen, die hier abgelegt werden. Dieser großartige Mensch, der das Vermächtnis aus seinem Überleben so wunderbar weitergeben konnte und in die Gesellschaft hineintragen konnte, streitbar war für die Werte, für die er gelebt hat, wehrhaft sich eingesetzt hat für die Demokratie und für seine Überzeugung. Und das sind Geschichten, die hier, wenn sie weitererzählt werden, ich durfte auch vor einem Jahr beim ersten Symposium dabei sein und damals im Ratshaus, und das lebt, das vibriert weiter. Das sind wunderbare Geschichten, die wir gerne aufsaugen und sein Vermächtnis, sein Erbe hier auch mit allen teilen. Lieber Herr Präsident. Ja, ich kann mich in Wahrheit dem anschließen. Ich habe ihn leider auch persönlich nicht kennenlernen dürfen. Ich kann mich aber erinnern, 2018, damals hatten wir Wahlvorbereitungen in der Islamischen Glaubensgemeinschaft, von seinem Verlust gelesen zu haben. Ich danke aber für die Einblicke, die ich heute von verschiedenen Persönlichkeiten bekommen habe, und kann in der Tat vieles von dem mitnehmen. Darum geht es ja, dass wir das Vermächtnis und die Ideale, die Ziele, wofür er gestanden ist, an die nächsten Generationen weiter übermitteln. Und von daher sind wir alle in der Verantwortung, auch diese Ideale weiterzubringen. Ich finde das Erstaunlichste am Rudi Gelbert war, dass er so genaue Kriterien aufstellen konnte. Also die Hanna hat das vorhin gesagt, was sind die Argumente und Gegenargumente. Also dass er ins Konkrete gegangen ist, dass er nicht einfach nur gesagt hat, wir müssen jetzt lieb sein zu anderen Menschen und das wird dann schon, und der Friede ist so wichtig, sondern dass es konkrete, ganz konkrete, ich würde nicht sagen Anleitungen, aber eben Denkvorgaben schon gab. Also er hatte schon ein sehr gutes Werkzeug in seinem Kopf, klar zu denken. Und mich interessiert natürlich, was Sie sagen würden, wie man denn heute erkennt, wenn etwas unhuman oder nicht humanistisch oder gar faschistisch ist. Was würden Sie denn sagen, Herr Kardinal? Ich denke, dass das Zeugnis von Rudi Gelbert ist zuerst einmal die Streitbarkeit. Ich bin zwar sehr geneigt zur Harmonie und habe ein großes Bedürfnis danach, aber es gibt Dinge, über die man streiten muss. Und das bewundere ich an ihm. Und wie erkennt man das? Das ist die entscheidende Frage. Wir haben Menschen, mein Großvater hat ein Wort, ich habe ihn nicht gekannt, er ist gestorben, als ich noch nicht einmal auf der Welt war, aber er hatte ein Wort geprägt, das bei uns in der Familie viel kursiert hat: Selig sind die Halbgebildeten, denn ihrer ist das Dritte Reich.
Das, ja. Es ist aber immer die Frage, warum, haben auch sehr gebildete Menschen das nicht erkannt? Woran, das sind, ich denke, da gehören zwei Dinge dazu. Zuerst einmal, das, was man Anstand nennt. Es gibt einfach Dinge, die unanständig sind. Das ist nicht einfach nur eine gesellschaftliche Konvention, sondern da merkt man, das ist menschlich nicht in Ordnung. Dieses Gespür ist die eine Seite und das andere ist ein geschärfter Intellekt. Man kann sich einfach nicht nur mit Schlagworten zufrieden geben. Man muss nachfragen. Ich habe mich viel mit Franz Jägerstätter beschäftigt. Ich war auch sehr befreundet mit seiner Witwe, großartige Frau, die genauso mutig war wie er. Wie kommt ein einfacher Bauer dazu, zu sagen, warum der Nationalsozialismus auf Lüge und Betrug basiert? Und warum kommt ein Martin Heidegger, der große Philosoph an der Universität Freiburg, der große Denker des Seins, nicht dazu? Das muss einem zu denken geben. Es gibt offensichtlich eine Verfälschung des Denkens, eine Perversion des Denkens, die dann zu Dingen, Dingen führen kann wie der nationalsozialistischen Ideologie. Also beides. Anstand und Bildung. Es geht echt um Bildung, Formung der Intelligenz und Formung des Gefühls. Ich erinnere mich an das Wort von André Heller in seiner großartigen Rede zum Jahrestag vom Einmarsch in der Hofburg, wo er ganz am Schluss gesagt hat, die Weltmuttersprache mit Gefühl. Wenn man die Bilder sieht und Erzählungen hört von dem, was Juden auf den Straßen in Wien angetan worden ist nach dem Einmarsch, wo ist da das Mitgefühl? Die Weltmuttersprache Mitgefühl, das versteht jeder Mensch. Und wenn man das nicht mehr versteht, dann ist bereits die Gefahr im Haus. Sie haben jetzt sozusagen in historischer Perspektive gesprochen. Und mich interessiert, wenn ich das noch ganz kurz den Herrn Kardinal fragen darf, Herr Oberrabbiner, Sie werden gleich das Gleiche gefragt werden. Mich interessiert natürlich auch, wie wir das heute entdecken. Es ist ja nicht so, dass faschistisches Denken aufgehoben sei. Was ist faschistisches Denken? Das ist die Verachtung des anderen. Die Verachtung, um auszubeuten zum Beispiel. Die Verachtung, um zu missbrauchen. Die Verachtung, um zu töten. Die Verachtung, um zu quälen. Oder jemanden die Schulmilch streichen zum Beispiel. Was jetzt in Amerika wieder modern geworden ist, Schulmilch zu streichen für arme Kinder. Also das meine ich. Woran erkennen wir es denn heute? Das hieße ja auch, dass wir wissen, was wir gelernt haben. Sie haben das Wort Verachtung gesagt. Genau darin liegt das Wort, auf das es ankommt, die Achtung. Ich hab hier mit mir das Dokument von Abu Dhabi, das Papst Franziskus zusammen mit dem Scheich Al-Tayeb von der Al-Azhar-Universität in Kairo in Abu Dhabi, sind jetzt genau 5 Jahre her, unterschrieben hat, die universale Fratellanza, die universale Brüderlichkeit gibt es, ja, die gibt es, in anderen Sprachen gibt es das Wort Geschwisterlichkeit nicht, man kann in Italienisch oder auch in Englisch
Brotherhood, nein, es ist auf jeden Fall Geschwisterlichkeit. Wir haben es besser im Deutschen. Wir haben es gut. Wir haben es gut. Die universale Geschwisterlichkeit, das ist das elementare Achten des anderen. Wenn man das nicht in sich trägt, dann kann die Sprache verrohen, und wenn die Sprache verroht, dann verroht sehr schnell auch das Handeln. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Herr Oberrabbiner, als erste Frage, also wie erkennen wir denn heute den Faschismus? Wo zeigt sich der Ihrer Meinung nach? Was sind die Kriterien? Ja, wir erleben gerade in heutiger Zeit unter anderem auch einen Zuwachs des Rechtspopulismus, Rechtsextremismus. Das sind gefährliche Tendenzen. Ich bin überzeugt, dass Rudolf Gelbert auch heute sehr vehement dagegen vorgegangen wäre. Wir sind seit im Jahr der Wahlen, und das ist eine, die Demokratie ist kein Geschenk, das uns in den Schoß fällt. Das hat Rudolf Gelbert selber sehr an der eigenen Haut erfahren, erlebt und auch gelebt, dass man dafür einstehen muss, dass man dagegen vorgehen muss, solche Tendenzen, die das gemeinsame Zusammenleben in gegenseitiger Toleranz, in gegenseitigem Respekt, das unterwandert wird, dass dagegen vorgegangen werden muss, dass dagegen auch auf die Straße gegangen werden muss und die Stimme dagegen erhoben werden muss. Ich glaube, er hätte auch die Stimme erhoben überall dort, oder hat die Stimme erhoben überall dort, wo es gegen die Werte der Demokratie ging. Heute insbesondere zu nennen auch der Antisemitismus, der ansteigt, was auch ein Angriff auf die Demokratie ist. Ein Zeichen von Antifaschismus, von Faschismus, welcher bekämpft werden muss und welcher unterbunden werden muss, damit die Werte des Zusammenlebens weiter gewahrt werden. Und das muss auch deutlich benannt werden, und das ist ganz wichtig, dass so deutlich nun auch nicht, aber doch deutlich genug, dass es verständlich ist, dass das Zusammenleben immer wieder von Neuem erkämpft werden muss, damit man wirklich friedlich miteinander einer Zukunft entgegengehen kann. Ich denke, für mich sind zwei Dinge wichtig. Zum einen Respekt und Menschenwürde. Und wenn wir erkennen, dass es Entwicklungen gibt, wo Menschen entmenschlicht werden, empathielos werden, wo einer für sich Rechte beansprucht, die er für andere nicht zugesteht, dann sind das in der Tat sehr ernstzunehmende Entwicklungen. Und Hanna Lessing hat das erwähnt, wir waren letztes Jahr mit einer Gruppe von Imamen, Religionslehrerinnen, Funktionären in Auschwitz-Birkenau, und wir haben dort gesehen, in welchem Ausmaß in Wahrheit Menschen entmenschlicht, vertrieben und systematisch vernichtet worden sind. Und es erfüllt mich mit großer Sorge, dass wir, je länger diese Geschichte zurückliegt, wir meiner Wahrnehmung nach die Lehren vergessen. Und von daher hoffe ich, dass Veranstaltungen mit dieser Art wieder so ein Aufrücken bei uns verursachen, dass wir wieder quasi zu uns finden, respektvoll auch in unserer Unterschiedlichkeit miteinander reden können, und den Respekt und die Menschenwürde als etwas Unantastbares auch entsprechend leben. Wenn wir jetzt mal sagen würden, wenn wir jetzt mal sagen würden, Herr Präsident, Religion goes global, ja? Wir reden jetzt mal über den globalen Aspekt der ganzen Sache. Dann hören wir ja gar nicht mehr auf, uns zu wundern darüber, was alles möglich ist in dieser Welt. Und vieles davon hängt natürlich auch, und da beziehe ich mich jetzt auf Rudi Gelbart als Sozialisten oder Sozialdemokraten, vieles davon beruht natürlich auch auf dem herrschenden Wirtschaftssystem, das auf Ausbeutung ausgerichtet ist, und zwar nicht nur auf die Ausbeutung von Menschen, sondern natürlich auch in einem hohen Maße auf die Ausbeutung von der Natur. Wir sehen viele Kriege um uns herum. Einer davon findet zwischen Israel und Gaza statt im Moment. Kriege, die nicht nur Menschenleben vernichten, sondern die einen großen Schaden auch für die Natur anrichten. Ja? Und ich frage mich dann,
Was ist denn das, was jetzt die Religionen dazu sagen? Also zu dieser ganz konkreten Lebenssituation von Menschen. Nicht nur sagen, wir wollen gerne Frieden haben und das wäre richtig klasse, wenn wir den hätten, sondern auch zu sagen, wir müssen gegen wirtschaftliche Systeme ankämpfen, die Menschen keine Luft zum Atmen mehr lässt, die Menschen mit schlechten Qualitäten versorgt oder eben auch nicht versorgt, die medizinische Unterstützung oder auch Bildungssysteme zerstört und so weiter und so fort. Da möchte ich mal was Konkretes hören, weil sozusagen die Zeit der Sonntagsreden meiner Meinung nach sind vorbei. Ja? Wir leben in einem sehr, sehr angespannten Weltklima. Und uns geht es gut in Österreich, das muss man auch sagen, und besonders in Wien. Ja? Genau, da wollte ich anschließen. In der Tat, es sind international besorgniserregende Entwicklungen und ich denke, wir müssen uns die Frage stellen, was kann ich als Individuum tun in meiner Rolle als Präsident oder als Bürger dieses Landes und gerade auch im Kontext des aktuellen Konflikts im Nahen Osten war es für mich und für uns wichtig, alles dafür zu tun, dass dieser Konflikt nicht nach Österreich übertragen wird. Dass wir in Österreich als Religionsgemeinschaften, die wir einen wertschätzenden, aktiven Austausch pflegen, dass der nicht in Gefahr gebracht wird. Das war der Grund, warum wir gleich im Anschluss uns ausgetauscht haben, untereinander, was können wir tun? Wie können wir unsere Stimme für den Frieden erheben? Wie können wir Klartext reden, indem wir diesen schrecklichen Anschlag verurteilen? Aber auch alles Mögliche tun, um zu verhindern, dass dieser sich nach Österreich überträgt. Und ich freue mich in dem Zusammenhang letzte Woche oder vor zwei Tagen jetzt die Stunde des Friedens beim Bundespräsidenten gehabt zu haben, wo wir als Religionsgemeinschaften auf unsere Initiative den Kontakt zum Bundespräsidenten gewählt haben und gesagt haben, wir wollen der Welt und der Bevölkerung ein starkes Signalzeichen, wir Religionsgemeinschaften halten zusammen. Wir wollen nicht als Werkzeug für Hass, Gewalt und Konflikte missbraucht werden, sondern wir sind an der Seite derer, die Frieden stiften, die sich für die Menschenwürde einsetzen. Und ich sage Ihnen, in Österreich klappt das Gott sei Dank gut. Und dafür, das ist nicht selbstverständlich, weil Menschen sind in der Lage, auch diesen Konflikt zu missbrauchen, sondern das ist der freundschaftliche und der verantwortungsvolle Zugang, den wir in Österreich seit Jahrzehnten pflegen. Das heißt, Sie haben sich ausgesprochen. Ich habe eine ganz kleine Bitte an das Publikum, dass wir applaudieren, wenn wir fertig geredet haben, weil sonst kommt das Gespräch nie richtig in Schwung. Aber vielen Dank, dass Ihnen das so gut gefällt. Trotzdem, danke für den Applaus. Ich komme jetzt nochmal zurück. Also Sie haben gesagt, wir distanzieren uns von der Gewalttat der Hamas. Ja? Die verurteilen wir und lehnen wir ab. Aber trotzdem gibt es ja muslimische Menschen in Gaza. Es gibt auch Christen in Gaza. Das betrifft auch den Herrn Kardinal. Und diese Sprache, diese Muttersprache der Welt, diese Empathie muss ja in alle Richtungen gehen. Und das ist irgendwie das, was ich in den letzten Tagen am meisten gelernt habe, weil ich mit einigen weinenden Menschen mich unterhalten habe. Aus allen Richtungen und gemerkt habe, es ist so wichtig, diese Muttersprache, die Muttersprache der Welt, die Sie zitiert haben von André Heller, jetzt zu machen. Wie kommen Sie mit diesem Spagat zurecht? Weil Sie sitzen hier neben dem Oberrabbiner, der natürlich für seine Seite steht und es ist trotzdem möglich, dass wir heute hier sitzen. Wie schaffen Sie den Spagat? Aber ich will gar nicht von Seiten sprechen, weil wir beide sind d'accord, dass wir nicht wollen, dass unschuldige Menschen ihr Leben verlieren, ob Israelis oder PalästinenserInnen. Niemand will das und das verbindet uns, das Leid der Menschen, dass wir nicht wollen, dass unschuldige Menschen sterben. Und so möchte ich die Gelegenheit nutzen, zu sagen, dass ich es für sehr hinterfragenswürdig erachte, dass Österreich zum Beispiel die Unterstützung für die Palästinenser einstellt, wegen Vorwürfen, die selbstverständlich überprüft werden müssen bezüglich UN und so weiter. Aber dass hier eine gesamte Bevölkerung bestraft wird, finde ich nicht in Ordnung. Es werden die Falschen bestraft. Herr Oberrabbiner. Ja, ich muss vielleicht ein bisschen ausholen. Zuerst einmal, was die Bedeutung der Religion hier betrifft. Ich
stimme Präsident Wural sehr zu und möchte auch an dieser Stelle unserem Bürgermeister hier sehr danken, der direkt im Anschluss am 7. Oktober den Rat der Religion ins Leben gerufen hat, auch am selben Freitagabend mit uns verbracht hat in der Gemeinde und mit der Kippa auf dem Kopf 2 Stunden lang durch die Stadt Wien nachher gegangen ist, als starkes Zeichen. Am 13. Oktober war das direkt danach. Das Wichtige hier für uns ist zuerst einmal, dass die Religionen sich nicht auseinander dividieren lassen, dass wir gemeinsam, und das war das wichtige Zeichen, das wir gesetzt haben, gemeinsam hier für die Gesellschaft, für das gemeinsame Zusammenleben stehen. Das ist ein wichtiger Auftrag der Religionen. Frieden ist ein großes Wort in jedem unserer Religionen und das ist kein Unterschied. Shalom, Salam. Und da gibt es auch in jeder Religion genügend, wie? Grüß Gott. Da gibt es in jeder Religion auch genügend Quellen, aber Grundlage für den Frieden. Und da möchte ich kurz eingehen, die Hanna Lessing hat vorhin genannt, die Talmudquelle, die sagt, wer ein Menschenleben rettet, rettet die ganze Welt. Das ist richtig so. In derselben Quelle, das ist aus der mündlichen Lehre, Traktat Sanhedrin, 4. Kapitel, dort heißt es auch, warum hat Gott, so schildert es die Tora, die Bibel, warum hat Gott den Menschen als einen Menschen erschaffen und daraus die ganze Menschheit werden lassen? Und die eine Antwort ist, damit keiner sich über den anderen stellen kann, sagen, meine Abstammung ist besser als deine. Wir sind alle von einer Familie, von einem Menschen. Und das Zweite, was dort als Antwort gegeben wird, um die Größe von Gott zu zeigen, aus einem Menschen hat Gott alle Menschen werden lassen und jeder Mensch unterscheidet sich voneinander, so wie wir uns in unseren Gesichtern voneinander unterscheiden, so auch in unseren Meinungen und Ansichten. Und das ist die Größe Gottes, die Diversität, die verschiedenen Ansichten. Das zeigt, Gott wollte, dass die Welt unterschiedlich ist, dass wir uns voneinander unterscheiden, dass wir uns gegenseitig respektieren in unserer Unterschiedlichkeit und Seite an Seite gemeinsam leben können, ohne uns auseinander zu dividieren. Jetzt auf den Nahostkonflikt übertragen. Der 7. Oktober, der grausame Übergriff der Hamas auf wehrlose, schuldlose Opfer. Das ist ein Angriff auf die demokratischen Werte und die Werte unserer freien Welt gewesen. Und wer das nicht verurteilen kann, der scheint diese Werte nicht zu teilen. Und deswegen sind wir sehr, sehr dankbar, dass auch die IGGÖ in derselben Woche die Tat der Hamas verurteilt hat. Das ist das eine. Das andere, Seiten. Es gibt hier auch keine Seiten. Die Opfer auf beiden Seiten sind sehr, sehr zu bedauern. Die Opfer im Gazastreifen. Jedoch muss man genau hinschauen, wer für die Opfer verantwortlich ist und wer denn die Kämpfe verursacht hat und wer sie einstellen kann. Vergessen wir nicht, und das ist etwas, was man leider auch viel zu wenig hört in diesen Tagen und gerade im internationalen Bereich, nämlich, dass immer noch 136 Geiseln gefangen sind und Israel hat keine Wahl, als sich dafür einzusetzen, diese nach Hause zu holen. Und das ist etwas, was nicht einfach unterbunden unterschlagen werden darf. Und das ist ein Kampf für die Menschlichkeit, für die wir auch zusammenstehen, dass wir uns auch die Religion nicht missbrauchen lassen. Und dafür müssen wir auch die Stimme erheben, dass die Religion für solche Taten nicht einstehen kann, sondern ein friedliches Zusammenleben ermöglichen muss. Denn das ist die einzige Zukunft, die wir haben. Herr Oberrabbiner, ist es denn im Moment so, dass Sie aus freiem Herzen sagen können, die Aufgabe der Religion, meine Aufgabe als Oberrabbiner ist es, Frieden herzustellen? Nicht nur, aber auch, selbstverständlich. Frieden ist ein ganz wichtiger Aspekt. Frieden ist einer der 3 Grundsäulen, auf der die Welt steht. In Sprüche der Väter, im 1. Kapitel, 18. Mishnah heißt es, dass die Welt auf Gerechtigkeit, auf Wahrheit und auf Frieden ruht. Sie können es auch zitieren. Das sind die 3 Grundwerte, die wir auch versuchen zu leben, zu vermitteln. Das ist die Aufgabe der Religion, dafür einzustehen. Und das ist ein sehr gutes Stichwort, Herr Oberrabbiner, weil sowohl die Wahrheit im Moment sehr, und wir können hinschauen, wohin wir wollen, in alle Richtungen, sehr unter Beschuss ist. Es ist die Gerechtigkeit sehr unter Beschuss. Und es ist natürlich vom Frieden, davon haben wir schon gesprochen.
Aber es ist auch zu sehen zum Beispiel, dass nicht nur im Nahostkonflikt, sondern zum Beispiel auch im Ukraine-Krieg die Kirchen sich auf der einen und auf der anderen Seite sehr involvieren oder die Religionsgemeinschaften. Was ist das denn für eine Zeit, wo man das Gefühl hat, hier drehen alle durch? Haben Sie darauf eine Antwort? Sonst lasse ich den Herrn Kardinal sprechen. Nein, erstens bin ich froh, dass das Thema Gerechtigkeit angesprochen ist. Das ist in der Bibel, das ist im Koran das Grundthema. Und wir werden, wir glauben alle, dass es so etwas wie ein Gericht geben wird. Das heißt, dass wir Rechenschaft, Accountability, wir werden Rechenschaft geben müssen, was wir getan haben in diesem Leben. Das ist zumindest ein gemeinsamer Glaube aller Religionen. Und diese Accountability wird sein, hast du die Gerechtigkeit gefördert? Denn es gibt keine Liebe ohne Gerechtigkeit. Es gibt keinen Frieden ohne Gerechtigkeit. Und deshalb ist das Thema Gerechtigkeit so grundlegend. Das Zweite, was alle Religionen sagen, es gibt im Menschen das Gute und das Böse. Es ist nicht nur, wie der gute Konrad Lorenz gesagt hat, das sogenannte Böse. Nein, leider muss man sagen, es gibt das Böse. Wenn man nach dem Nationalsozialismus und dem Zeugnis von Rudi Gelbert das Böse leugnet, dann leugnet man die Wirklichkeit. Und der Kampf ist einer, den jeder und jede von uns in sich selber auskämpfen muss. Es ist die Frage, bin ich hinterfotzig, bin ich gemein, bin ich, verbreite ich Fake News, um anderen zu schaden? Wahrheit und Gerechtigkeit gehören zusammen. Verbreite ich die Lüge? Die Bibel sagt, der Teufel ist der Vater der Lüge. Und auf Lügen hat der Nationalsozialismus aufgebaut. Also dieser Kampf ist da. Und wie ist das mit den Religionen? Auch in den Religionen gibt es diesen Kampf. Weltweit ist eine Tendenz da, die große Sorge macht, dass die Religionen als nationale Instrumente verwendet werden. In Indien, die Hindu-Partei, die an der Regierung ist, diskriminiert alle anderen Religionen, weil Indien ein Hindu-Staat sein muss. Im Nachbarland, in Myanmar, muss es der Buddhismus sein. Da werden die Rohingya verfolgt. Das größte Flüchtlingslager der Welt ist ein Rohingya-Lager, in dem Muslime vertrieben sind. Ja. In China, wir wissen das selber von den Lesen, dass in Sri Lanka kämpfen wollen die Buddhisten, die radikalen Mönche, einen Nationalstaat buddhistischer Prägung. Die Hindus, die Christen, die Muslime werden verfolgt. Das ist eines der Krebsübel der heutigen Weltsituation, dass Religion politisch, ideologisch missbraucht wird. Das Gegengift ist nur, dass wir als Religionen sagen, das ist es nicht. Genau das. Aber das müssen wir gemeinsam immer wieder machen, um zu sagen, das ist nicht der Hinduismus, was der Herr Modi in Indien macht. Und das ist nicht das, was die Regierung in Sri Lanka macht mit ihrem buddhistischen Nationalismus etc. Und natürlich, die Christen haben das auch in ihrer Geschichte gut vorgeführt, wie man die Religion katholisch, evangelisch etc. und jetzt in der Ukraine orthodox missbrauchen kann. Ja. Vielen Dank. Ich meine, die Frage ist, die verursachen diese altertümlichen Gedanken eines Nationalstaates, eine Idee des 19. Jahrhunderts, die Sie haben es gerade aufgezählt, die schlechten Folgen, die Kriege, oder verursachen die Religionen die Kriege? Ja, die Frage, glaube ich, und die Antwort hängt miteinander zusammen. Es sind die Menschen,
die schließlich das eine oder das andere gebrauchen. Und ich kann mich dem Kardinal grundsätzlich anschließen. Der Mensch trägt in sich das Gute und das Böse. Mir fällt gerade ein Spruch von Nelson Mandela an, der sagt, niemand wird geboren, um zu hassen. Menschen müssen zu hassen lernen. Und wenn sie zu hassen lernen können, dann können sie auch lernen zu lieben. Oder eine andere Stelle, wo der große Mystiker Rumi sagt, gestern war ich klug und wollte die Welt verändern, heute bin ich weise und möchte mich selbst verändern. Insofern sind es die Menschen, die derartige Entscheidungen treffen. Bildung ist meines Erachtens hier nicht irrelevant, dass wir eine Generation von Menschen ausbilden, erziehen, die sich der Verantwortung aus der Geschichte bewusst ist und die eine Gesellschaft aufbauen möchte, wo Respekt, das Verständnis vor Vielfalt und Menschenwürde entsprechend gewürdigt werden. Also meine Frage ging natürlich in die Richtung, wenn wir jetzt sagen, die Kriege entstehen durch die Religionen, dann müssten die Religionen sich jetzt was überlegen. Wenn wir sagen, die Kriege entstehen durch dieses Uraltkonzept des Nationalismus, dann wäre da zu arbeiten. Ja? Und dass wir gut und böse sind. Übrigens war das die Agnes Heller, die bei unserem, also meinem mit ihr letzten Gespräch gesagt hat, weißt du, es gibt das Böse wirklich. Und ich war sehr überrascht, muss ich sagen, weil ich das eigentlich für ein reaktionäres Konzept gehalten habe. Aber die Agnes Heller hat mir sehr zu denken gegeben, wirklich, muss ich sagen. Und ich könnte mich jetzt dem vielleicht auch anschließen. Ja, ganz kurz möchte ich jetzt nochmal auf die Situation in Österreich zu sprechen kommen. Wir haben hier eine Sondersituation im Vergleich zu anderen Ländern in Europa, Rest der Welt weiß ich nicht. Wir haben nämlich ein Religionsgesetz, das eigentlich den anerkannten Religionsgemeinschaften, da kann man jetzt lange drüber diskutieren, wie viele anerkannt sind, im Moment sind 16 Religionsgemeinschaften und Kirchen und wer da das begründet, warum wer jetzt anerkannt wird und wer nicht und so weiter, das ist ein anderes Thema. Aber diese Situation führt dazu, dass die Religionsgemeinschaften, und deswegen sitzen sie ja auch heute hier, sehr nah mit sozusagen der demokratischen Struktur eines Staates, also mit der Regierung, im Kontakt bleiben. Dadurch kann man mäßigen, dadurch kann man vielleicht auch das Gespräch besser führen miteinander, weil es gibt sozusagen die Neutralität des Staates, die dazwischen steht und die alle vertritt, die in einem Land leben. Und glauben Sie, dass das österreichische Modell auch gut für andere Länder wäre? Sollten wir die anderen vielleicht missionieren mit unserer österreichischen Erfindung, die natürlich, das muss man schon auch sagen, aus der Zeit der Monarchie stammt. Das heißt, kontrolliere und bewahre. Ja? Aber was finden Sie gut an diesem Modell? Und dahin läuft ja auch der Rat der Religionen, den Sie initiiert haben, dass man sozusagen als Gesellschaft und als Religion miteinander im Gespräch bleibt. Vielleicht kann ich beginnen. Ich finde tatsächlich, dass das österreichische Kooperationsmodell, wie es heißt, eine gute Basis bietet, um die religiöse Vielfalt in Österreich entsprechend zu widerspiegeln. Auch im Sinne einer hereinnehmenden Neutralität bedeutet, dass der positive Zugang zu Religionen gewählt wird. Und alle Religionsgemeinschaften leben von dieser hereinnehmenden Neutralität, von diesem Kooperationsmodell und arbeiten in verschiedenen Bereichen zusammen. Im Bildungsbereich etwa schauen Sie, dass Kirchenreligionsgemeinschaften Träger von Schulen sind oder der karitative Gedanke, wo man vor allem den schwächeren Menschen hilft, ihnen eine Stimme gibt. Das heißt, ich denke tatsächlich, dass wir in Österreich ein Modell haben, auf das wir stolz sein können. Die Beziehung zwischen Staat und Religionen funktioniert hier gut. Und sind Sie in Ihrer ganz spezifischen Situation zufrieden mit dem, was Sie haben? Entspricht das den inneren Strukturen der islamischen Gemeinde in Österreich? Ich komme auf dem zu sprechen, was ich vorhin gesagt habe. Es sind dann die Menschen, die aus dieser Basis etwas weiter Vorgaben etwas weiter voranbringen. Und tatsächlich auf die islamische Glaubensgemeinschaft bezogen, muss ich sagen, dass die letzten Änderungen im Islamgesetz gegen den Willen der Glaubensgemeinschaft erfolgt sind. Und das ist ein Novum in der Geschichte der Beziehungen zwischen Staat und Religionen. Also Sie können sich erinnern, schrecklicher Terroranschlag, und in diesem Kontext kam die Regierung 2. November, meine 2. November 2020, und in dem Kontext kam die Regierung auf die Idee, das Islamgesetz zu verhandeln im Rahmen des Antiterrorpakets, wo wir damals gesagt haben,
die Änderungen im Islamgesetz werden keinen einzigen Anschlag verhindern. Und das ist auch nicht der Rahmen, um derartige Phänomene zu behandeln. Das heißt, konkret bestimmte Handlungen, die sind in der Tat hinterfragungswürdig. Es ist auch der Wunsch, dass wir quasi als ein Akt der Versöhnung die Entwicklungen der letzten Jahre aufarbeiten und schauen, wie können wir einen gemeinsamen Weg finden, auch der Tradition Österreichs entsprechend. Das wäre natürlich jetzt toll, wenn Sie die 15 anderen anerkannten Religionsgemeinschaften in Österreich dazu bringen könnten, mit Ihnen solidarisch zu sein in dem Fall. Ist es richtig? Ja? Herr Oberrabbiner. Also ich glaube auch, das ist ein wunderbares Modell, das wir in Österreich haben, ganz grundsätzlich. Und zwar ein riesiger Vorteil, dass es auch einen Partner gibt, mit dem man sprechen kann. Eine Religionsgemeinschaft ist auch mit einer Stimme vertreten und dadurch wird ein Dialog ermöglicht. Und das ist mal die Grundlage, dass man miteinander spricht, dass man sich austauscht, dass man, jede Religionsgemeinschaft hat auch die inneren Konflikte, Auseinandersetzungen. Die jüdische Gemeinschaft ist zahlmäßig nicht sehr groß. Es fällt uns aber nicht an unterschiedliche Meinungen. Deswegen und trotzdem, und das ist das Großartige, dass es die Möglichkeit gibt, trotzdem mit einer Stimme zu sprechen, auf die man sich auch intern einigt und damit auch die Möglichkeit ist, unter den Religionsgemeinschaften und mit der Regierung sich auszutauschen und auch die Kritik zu äußern, die man hat. Das wäre gar nicht möglich, wenn da keine Gemeinschaft da wäre, mit der man sich überhaupt unterhalten könnte darüber. Also es braucht das Institutionalisierte. Das ist wichtig zu sagen. Nur um es Ihnen mitzuteilen, Sie wissen es vielleicht nicht alle, zum Beispiel in Deutschland organisieren sich die islamischen Gemeinden als Vereine. Ja? Das ist was völlig anderes, als wenn man eine Person hat, die sozusagen alle vertritt. Ich habe noch eine letzte Frage, einen letzten Gedanken. Also ich halte mal fest, wir brauchen dringend diese Institution, die jetzt erweitert wird durch den Rat der Religionen hier in Wien. Vielen Dank, Herr Bürgermeister, nochmal. Und zweitens, wissen Sie, ich bin evangelisch, dann bin ich auch noch Pfarrerstochter. Ja? Und wann immer ich irgendwo hinkomme, fragen die Leute einen, habt ihr einen Papst? Und dann sage ich darauf, das war ja eigentlich der Grund, warum wir evangelisch geworden sind, dass wir eben keinen Papst haben. Oder ich sage jemandem, ich bin ein Pfarrerskind, na, evangelisch oder katholisch? Und dann bin ich beleidigt, wissen Sie? Da bin ich wirklich beleidigt, wenn mich jemand für ein illegales katholisches Pfarrerskind hält. Ja? Also auch meinen Eltern gegenüber. Gut, was ich damit sagen möchte. Ich finde, es gibt ganz oft Situationen, wo man noch zu wenig weiß voneinander. Und das Wissen voneinander ist doch so wichtig, weil aus dem eigenen Selbstverständnis heraus reagiere ich. Fühle ich mich vor den Kopf gestoßen, wenn jemand was sage. Bedenke nicht mit, was der andere meint aus seinem Kontext und was das Gleiche für ihn bedeutet. Und ich hätte jetzt noch gerne so eine kreative Schlussrunde von Ihnen. Ja? Wie könnte dieses oft fehlende Wissen über den anderen oder vielleicht mit einer kleinen Anekdote, wo Sie das selber auch erlebt haben, wie könnte das in der Zukunft, das wird ganz wichtig werden, noch besser funktionieren? Also wenn ich manchmal im Taxi einem Moslemfahrer begegnet, erkläre ich ihm, ich bin also so etwas wie der katholische Großmufti von Wien. Nein, ein wichtiger Punkt muss noch gesagt werden, warum unser österreichisches System so gut funktioniert. Es hat lange Wurzeln, geht letztlich auf das 19. Jahrhundert zurück, die Monarchie, die Gleichstellung, die rechtliche, fundamentale rechtliche Gleichstellung aller Religionen. Auf dieser Basis sind auch die anderen Religionsgesetze gemacht worden, Protestantengesetz, Orthodoxengesetz, Freikirchengesetz, das Islamgesetz, da bin ich bei Ihnen, dass man da Ausnahmen macht gegenüber dem allgemeinen Religionsrecht, das halte ich nicht, das ist nicht in Ordnung. Ja. Das muss, es muss für alle Religionen, müssen die gleichen Standards geben. Aber ein ganz wichtiger Punkt, den wir in Österreich haben und der in vielen Ländern der Welt fehlt, es gibt bei uns nicht ein Minoritäten- und ein Majoritätenrecht. Es gibt nur Bürger und Bürgerinnen dieses Landes. Und das ist das, was Christen zum Beispiel im Nahen Osten sich wünschen,
ist ein Thema groß in den Minoritätssituationen der Christen. Wir sind zuerst Bürger und Bürgerinnen dieses Landes. Und das macht uns vor dem Gesetz gleich. Dann können wir unsere Unterschiede sehr viel friedlicher leben, als wenn unsere Religionszugehörigkeit ein determinierender Faktor für den rechtlichen Status wird. Das muss nur noch einmal nebenbei gesagt werden. Letztes. Und das braucht die Demokratie natürlich. Aber ich möchte natürlich ein Modell anpreisen, das wir gemeinsam haben, nämlich die Kirchliche Pädagogische Hochschule, um die du dich auch sehr verdienstvoll bemühst. Danke, lieber Herr Bürgermeister. Wir haben einzigartig weltweit eine in der Basis gemeinsame Ausbildung aller Religionslehrerinnen und Religionslehrer aller anerkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften unter dem einen Dach der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule haben wir diese Gemeinsamkeit entwickelt. Ich freue mich, Christine Mann hier zu sehen, die da meisterhaft gewirkt hat. Und der Michael Bünker, dich habe ich gar nicht gesehen. Entschuldigung, Michael. Ja, ihr habt Großes dazu beigetragen, dass dieses Modell entstanden ist. Das ist weltweit. Da erlaube ich jetzt den Applaus. Bei meinem Bischof. Gut, Herr Oberrabbiner, was glauben Sie, was muss noch geschehen, damit ein gegenseitiges Wissen auch dann vielleicht den Respekt ein bisschen erhöht? Ja, oder bestärkt? Oder? Also Wissen zu verbreiten ist auch einer der wichtigen Grundaufträge der Religionsgemeinschaften. Ich habe damals vor 20 Jahren als Rabbiner begonnen in Aachen und einer der ersten Briefe, die ich gekriegt habe, war an den Judenbischof von Aachen. Das war auch eine interessante Erfahrung, eine Bezeichnung, die ich sonst so nicht kenne. Und einmal bei einem Vortrag vor christlichem Publikum habe ich über die Unterschiede gesprochen und dass wir Jesus nicht als Gott oder Sohn Gottes anerkennen. Und dann im Anschluss an den Vortrag hat sich eine ältere Dame vor mich hingestellt und ganz hoffnungsvoll gefragt, aber können Sie wenigstens in ihm den Erlöser erkennen? Ich glaube, die Antwort hat sie ein bisschen enttäuscht, aber genau darum geht es auch, die Unterschiedlichkeiten anzuerkennen. Und da ist das Thema Bildung ganz wichtig. Und Bildung, das beginnt nicht bei den Erwachsenen, sondern bei den Kindern, dass man da möglichst mit Bildung und den Informationen über die anderen, über die anderen Religionen, über das, was sie ausmacht, über das, wie das Miteinanderleben trotzdem oder deswegen auch sehr gut funktioniert, weil man sich gegenseitig auch bereichern kann dabei. Das ist ein ganz wichtiger Auftrag, den wir haben und den wir auch hoffentlich mitnehmen. Vielen Dank. Herr Präsident, was wünschen Sie sich? Mir gar nicht viel übrig geblieben, nachdem hier bereits alles gesagt wurde. Ich glaube tatsächlich, dass allgemein Begegnungen vonnöten sind, aufeinander zugehen, ins Gespräch kommen. Ich finde zum Beispiel das Projekt von Imam Ramazan Demir und Rabbiner Shlomo Hofmeister, die gemeinsam Schulen besuchen, wo sie als Imam und Rabbiner gemeinsam auftreten, ein Vorzeigeprojekt, wo es darum geht, Vorurteile abzubauen, als Freunde aufzutreten, voneinander kennenzulernen. Das Nachfolgeprojekt ist eine Rabbinerin und eine Imamin. Genau. Das ist mein Wunsch. Das ist mein Wunsch. Okay, dann schauen wir, was der Herr Bürgermeister zusammenbringt. Ja, also wir haben jetzt von vielem noch gar nicht gesprochen, aber das machen wir nächstes Jahr beim dritten Gelbert Symposium. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie auch mit Freude und mit Fröhlichkeit an diesem Gespräch teilgenommen haben. Vielen Dank, Herr Kardinal. Vielen Dank, Herr Oberrabbiner. Vielen Dank, Herr Präsident. Ja. Und vielleicht darf ich jetzt noch sagen, zum Abschluss darf ich vielleicht noch sagen, wenn Sie mir das nicht ganz übel nehmen, jetzt habe ich den Zettel verloren, wenn Sie mir das nicht übel nehmen, die Herren, es hat wirklich Spaß gemacht, danke. Dankeschön. Ich darf mich...
Ich darf mich jetzt von Ihnen verabschieden und gebe das Wort nun an Herrn Magister Markus Schober, Wiener Landtagsabgeordneter und stellvertretender Vorsitzender der Wiener SPÖ Bildung. Sehr geehrte Frau Nationalratspräsidentin, liebe Doris, sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Michael, hohe Geistlichkeit, liebe Inge, werte Anwesende, werte Gäste. Ich glaube, eines, was wir alle gemeinsam haben, wir vermissen den Rudi. Und ich glaube, viele von uns haben darüber nachgedacht, wo sie den Rudi das erste Mal gesehen haben, wo sie den Rudi kennengelernt haben. Bei mir war es in der Parteischule 2004 und ich durfte dann als Mitarbeiter von Michael Ludwig in der Wiener Bildung den Rudi Gelbart oft sehen und dann oft mit ihm diskutieren. Und ich glaube, viele von uns haben diese Briefe bekommen, die man teilweise wirklich nicht aus dem Postkasten herausbekommen hat. Michael Ludwig hat das schon beschrieben, aber eine Sache ist mir noch eingefallen, weil das hat mich immer fasziniert, wenn man den Rudi getroffen hat in einem der Kaffeehäuser der Stadt, dann hat er etwas mit, das war immer dabei, das war sein Radio. Und er hat nie das Mittagsjournal versäumt und wenn man sich getroffen hat mit ihm, dann hat man das Mittagsjournal zu Ende gehört und dann sind die Fragen gekommen vom Rudi, und was denkst du darüber? Und du bist sofort in einen Diskurs, in einen Dialog gekommen. Und ich muss ehrlich sagen, einer der bewegendsten Momente für mich, das war eine Exkursion der Wiener SPÖ Bildung ins Konzentrationslager Theresienstadt, auch damals mit dem Wolfgang Makedan und den Parteischülern und Parteischülerinnen. Wir sind relativ frühzeitig dort angekommen. Und ich muss sagen, es war selten so still in einem Autobus wie nach diesen Eindrücken, wo wir auch den Rudi relativ kurz davor getroffen haben und mit ihm über diese furchtbare Zeit reden haben dürfen. Das, was mir aufgefallen ist, ich habe mit dem Rudi oft auch darüber geredet, wie die Welt sich so schnell verändern hat können. Und ich habe Bekannte, die sind zwischen 1968 und 1973 immer mit dem Auto in den Irak gefahren. Und die haben mir Bilder gezeigt, die sind aus heutiger Sicht unvorstellbar, dass wir eigentlich in einer damaligen Welt, die bipolar gespalten war, doch die Möglichkeit hatten oder diese Generation die Möglichkeit hatte, in eine Welt zu fahren, wo es das Venedig des Südens gab, wo man einfach Bilder sieht, wo Menschen aufeinander getroffen sind, die unterschiedliche Religionen waren, aber das überwunden haben und mit einer Gastfreundschaft sich begegnet sind, die in 50 Jahren eigentlich Geschichte ist. Und es wurde heute auch vom Bürgermeister erwähnt, die Wichtigkeit des Sitz oder die Wichtigkeit der Stadt Wien, die internationale Dimension, dass wir UNO-Sitz sind, dass wir OSZE-Sitz sind, dass wir Sitz von Dutzenden internationalen Organisationen sind. Und das beruht eben auf einer Tätigkeit wie Bruno Kreisky und Kardinal König, die über Religionen hinweg es geschafft haben, Menschen zusammenzubringen und Österreich da in einen Mittelpunkt zu bringen. Und ich habe das sehr beachtlich heute gefunden, die Diskussion, dass nämlich drei Religionen sitzen und es dann doch mit einer Stimme herauskommt, dass es gute Menschen gibt und böse Menschen gibt. Und das, was mir auffällt, was in der Gesellschaft immer mehr wird, das ist dieser Hass und das ist teilweise Wut, die man empfindet. Und ich glaube, viele Menschen verstehen gar nicht, auf was sie da wütend sind oder was der Grund ist, dass sie auf jemanden wütend sind, weil er eine andere Religion hat oder eine andere Herkunft hat. Und wir würden heute nicht da sitzen, gäbe es nicht den Rudi Gelbart. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass er uns zusammengebracht hat. Der Rudi Gelbart, und den Satz hat er ja vorhin gesagt, man muss seinen Gegner kennen. Er hat immer gesagt, die Demokratie ist mit allen Mitteln zu verteidigen. Unsere liberale Gesellschaft, das ist etwas, wo wir uns dagegen stemmen müssen. Das ist genau jetzt die Zeit, wo wir das tun müssen, über Religionen hinweg, über Parteigrenzen hinweg. Deswegen möchte ich mich bei allen bedanken, die das heute organisiert haben, an die Bildungsorganisationen, die auch wirklich diese Erinnerungskultur weitertragen. Und wir alle kennen die Gespräche, wo wir gehört haben, was passiert, wenn wir keine Zeitzeugen und keine Zeitzeuginnen mehr haben. Und da hat der Rudi Gelbart auch immer zu uns in der Parteischule, in der Wiener Bildung gesagt, da müsst ihr das machen. Und ich glaube, das ist der Auftrag, den wir haben, am Weg zum dritten Rudi Gelbart Symposium. Danke an die Bildungsorganisation, die das organisiert hat. Ich darf jetzt noch im Namen der Bildungsorganisation einladen zu einem Zusammenkommen, das organisiert wurde. Und ich darf jetzt auch noch mit dem Gerhard Schmidt gemeinsam einige Geschenke überreichen und darf mich bei Ihnen bedanken, dass Sie hier waren und wünsche uns noch einen dialogvollen Abend. Danke sehr.